Einen schönen guten Abend hier im Moritz Kunstcafé in Halle. Ich habe jetzt die große Freude, beziehungsweise ein bisschen Wehmut ist auch dabei, die letzte Veranstaltung von Digitales Besser oder vorerst letzte Veranstaltung von Digitales Besser anzumoderieren und Sie und euch ganz herzlich hier zu begrüßen. Wir haben diese Reihe gestartet. Zwei Veranstaltungen haben in Jena stattgefunden, noch eine andere in Halle mit einem bewusst provokanten Titel, Digitales Besser. Und die Reaktionen waren ziemlich häufig. Ja, könnt ihr denn das da drüber schreiben? Ist digital denn jetzt wirklich besser? Ist das nicht viel zu undifferenziert? Kann man das überhaupt so sagen? Und damit haben wir das Ziel eigentlich schon erreicht. Wir wollten das Nachdenken in Gang bringen über die Digitalisierung. Und wir wollten darüber nachdenken, welche Potenziale eigentlich noch übrig bleiben, trotz Überwachung und Enttäuschung darüber, dass das Internet die große demokratische Revolution bisher nicht gebracht hat. Wir haben uns mit Themen beschäftigt wie Journalismus und Web 2.0, mit Datenschutz und dem Wandel der Privatsphäre und mit Share Economy und Nachhaltigkeit. Und heute jetzt, Klicken ist besser, Engagement im Netz. Der wird ja relativ häufig als Klicktivismus bezeichnet, womit so ein abwertender Unterton mitschwingt. Der Aktivist Micah White sagte mal, sinngemäß in der Zeitung The Guardian, Klicktivismus verhält sich zu Partizipation ungefähr so wie Fast Food zu selbstgemachtem Essen. Sieht vielleicht wie Nahrung aus, aber die lebenswichtigen Nährstoffe sind schon lange weg. Politisches Engagement im Netz muss sich das oft vorwerfen lassen. Keine tiefe Auseinandersetzung, es geht schnell, ressourcenarm, man klickt schnell, schnell ist es wieder vergessen und eigentlich ist es nur gut fürs eigene Gewissen. Eine Wirkung tritt kaum ein. Aber ist das wirklich so? Gut gemachte Kampagnen zeigen, dass man Menschen damit erreichen kann. Webvideos berühren Tausende und machen auf Themen aufmerksam, die sonst keine Lobby hätten. Und das Netz als Vernetzungs- und Informationsplattform schafft dann doch einiges, um Proteste in Gang zu bringen und am Laufen zu halten. Und nicht selten kommt Protest auch vom Netz auf die Straße. Es gibt also da viel zu diskutieren. Das wollen wir jetzt gleich hier tun. Wer mag, auch gerne online unter unserem Hashtag Digitales Besser und natürlich mit unseren beiden Gästen für heute. Katharina Nockhuhn studierte Politik und Wirtschaft und Philosophie. Seit 2007 Netzaktivistin, zum Beispiel im Arbeitskreis für Vorratsdatenspeicherung und in vielen anderen Gruppen zum Thema Datenschutz und digitale Grundrechte. 2013 warst du politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und hast für den Bundestag kandidiert. Und jetzt seit gut einem Jahr arbeitest du bei Compact als Campaignerin und beschäftigst dich damit Themen wie Bürgerrechte, Mitbestimmung und Netzpolitik. Beispiel dafür ist zum Beispiel die Kampagne für das Asyl von Edward Snowden. Und du machst noch vieles mehr. Bloggen, arbeitest für die Verbraucherzentrale und hast auch gerade deine Masterarbeit abgegeben, wie du mir erzählt hast. Genau. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Auf der anderen Seite Privatdozentin Dr. Dorothee Deneuve. Stammt ursprünglich aus der Schweiz und war da erst Grundschullehrerin, könnte man so sagen, Primarschullehrerin hieß es. Dann Kommunikationswissenschaften und Politologie in Wien und Berlin studiert und hat derzeit an der Justus-Liebig-Universität in Gießen eine Vertretungsprofessur inne für politisches und soziales System Deutschlands und Vergleich politischer Systeme. Und ihr Forschungsschwerpunkt ist Partizipation in der Demokratie und dem Wandel, dem Partizipation unterliegt in digitaler und auch gesellschaftlicher Hinsicht. 2012 ist ein Buch von ihr erschienen, Politische Partizipation jenseits der Konventionen, wo sie zum Beispiel Graffitis und Flashmobs als politische Protestform analysiert hat. Ganz herzlich willkommen bei uns in Halle. Sie können zu dem Thema ja vermutlich eine ganze Vorlesung füllen, aber vielleicht zum Anfang erstmal so die wichtigsten Stichpunkte. Wie verändern Online-Medien die Demokratie? Online-Medien im Allgemeinen? Im Allgemeinen, ja. Das ist eine wirklich große Frage. Da haben Sie recht. Okay, die Frage ist, von welchem Verständnis von Demokratie wir eigentlich ausgehen. Nicht? Also ob Online-Medien dazu geeignet sind, Demokratie zu gestalten, ob Online-Medien Teil der Ausdruck der Demokratiekrise sind, ob Online-Medien mehr Chancen bieten für Bürgerinnen und Bürger, Demokratie zu gestalten, das sind eigentlich die großen Fragen. Oder ob es sich einfach nur um eine technische Veränderung handelt, während die Partizipation im Grunde gleich bleibt. Und ich denke, da ist das Thema, mit dem wir uns heute hier beschäftigen, nämlich die Petitionen,
ein sehr geeigneter Moment, um das zu überlegen, weil Petitionen gibt es ja schon lange. Und was sich jetzt einfach nur geändert hat, ist, dass sie jetzt online funktionieren. Und da kann man vielleicht diese qualitative Differenz, die durch neue technische Errungenschaften entstanden sind, besonders gut reflektieren. Dann machen Sie das doch mal. Was die spezielle Qualität ist von Online-Petitionen. Naja, also ich fange mal mit den positiven Dingen an. Nicht? Mhm. Also eine besondere Qualität von Online-Petitionen ist zum Beispiel das Tempo. Ne? Hier haben sich die Möglichkeiten verändert, relativ schnell politische Ideen oder auch Probleme zu artikulieren in der Öffentlichkeit, politische Diskurse anzuschieben. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt könnte die Quantität sein der Leute, die wir erreichen mit solchen Instrumenten. Es ist einfach anders, wenn man sich mit einem Unterschriftenbogen irgendwo hinstellt und die Leute anspricht, die gerade zufällig irgendwo vorbeigehen, um sie um eine Unterschrift zu bitten oder ob ich die Möglichkeit habe, sowas online zu kommunizieren. Ein weiterer Punkt, den ich wichtig finde, wenn wir über die positiven Errungenschaften von Online-Petitionen sprechen, ist die Transparenz für diejenigen, die teilnehmen. Weil sie haben halt die Möglichkeit zu schauen, wer hat denn noch so unterschrieben. Das ist eine Möglichkeit, die ich nicht habe, wenn ich auf der Straße irgendwas unterschreibe, weil da kann ich höchstens den einzelnen Bogen anschauen, aber bei vielen Online-Petitionen ist es so, nicht bei allen, eh klar, aber bei vielen ist es so, dass ich schauen kann, wer sind denn noch die Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Tools. Und die sind sicherlich auch sehr geeignet, um gesellschaftspolitische Diskurse anzuregen, um Agenda-Setting zu betreiben. Online-Petitionen haben dadurch, dass sie eben diese spezielle Qualität haben, was eben Tempo anbelangt und die Verbreitung anbelangt, eben auch bessere Möglichkeiten, Kontrollfunktionen im politischen System zu erfüllen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch jede Menge Kritikpunkte, über die man nachdenken sollte und wir heute hoffentlich ein bisschen kritisch reflektieren können miteinander. Bevor wir zur Kritik kommen, du hast gerade schon so gezuckt beim Themenpunkt Transparenz, aber vielleicht kannst du uns erstmal auch erklären, Campact ist ja nun eine Möglichkeit, Online-Petitionen zu unterschreiben und zu starten. Wie funktioniert denn das genau? Wie wird bei euch aus einer Idee eine Petition? Also der Grund, warum ich gezuckt habe, war der Datenschutz. Also es ist bei uns schon so, dass wenn ich eine Petition unterschreibe, kann ich, also ein Appell, wir nennen das nicht Petition, weil Petition ist so eine Art Form von Bittsteller. Wir sehen uns nicht als Bittsteller, sondern wir appellieren an die Politik. Wir nehmen so unsere politischen Gestaltungsmöglichkeiten selber in die Hand. Deshalb nutzen wir das Wort in unserem Kontext bei Campact eigentlich nicht. Ich kann sehen, wie viele Leute unterschrieben haben, aber ich kann die einzelnen Namen nicht angucken. Und wir legen da auch sehr großen Wert darauf, dass, wenn ich eben unterzeichne, meine Daten da auch geschützt sind. Ja, was sind die Möglichkeiten? Also es gibt unterschiedliche Wege. Also Campact hat seit neuestem auch eine neue Plattform, die nennt sich WeAct, wo auch Bürger selber eine Petition einstellen können oder einen Appell. Und bei Campact ist es so, wir schauen uns natürlich jede Woche an, was gibt es an politischen Diskussionen. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist da eine aktuelle Kampagne zum Thema Seenotrettung für Flüchtlinge. Da war es so, da haben wir uns Montag zusammengesetzt. Wir haben montags dann unser Themenfindungstreffen oder wir haben so eine Runde, wo wir uns eben anschauen, wo sind die politischen Prozesse bei unterschiedlichen Themen, die wir eben spannend finden oder auch wo einzelne Campact-Aktive uns Mails geschickt haben und gesagt haben, verfolgt das mal, schaut euch das mal an, da gibt es einen Politikprozess, der könnte interessant sein. Wir schauen uns dann genau an, wann stehen welche Entscheidungen an, wann macht es Sinn, quasi dort reinzugehen und wann haben wir eine Chance, wirklich politisch etwas zu verändern. Bei der Flüchtlingsdebatte war es so, dass wir einen Appell hatten von einer Bürgerin auf unserer WeAct-Kampagnenplattform. Wir haben dann gesagt, so, jetzt wird es nochmal akut. Es gab ein großes Unglück im Mittelmeer, das hätte verhindert werden können, wenn es eine Seenotrettung gegeben hätte. Und haben gesagt, okay, wir steigen da jetzt ein. Und das ist eben das Besondere bei Campact, dass wir eben sagen, naja, so ein Klick online, natürlich kann das von Medien aufgegriffen werden, aber es tut dem Politiker, sage ich mal, mehr weh oder es wird mehr ins Bewusstsein gerufen mit Aktionen. So, wir übergeben die Unterschriften auch, wir machen Protestaktionen und wir haben uns am Montag zusammengesetzt in dem Fall und gesagt, okay, am Mittwoch
ist eine Kabinettssitzung. Da werden die Mitglieder der Bundesregierung zusammenkommen und direkt am Tag darauf wird Angela Merkel zu einem Krisengipfel der EU-Mitgliedstaaten reisen, wo das Thema ganz oben auf der Agenda ist. Das heißt, die letzte Chance, sie zu erwischen und ihr klarzumachen, hier gibt es 160.000 Leute, die das und das fordern, ist Mittwoch vor dem Bundeskanzleramt zu stehen. Haben wir in einer Hauruck-Aktion in 48 Stunden das Ganze gestemmt und mit unseren Aktiven eine Protestaktion vor Ort gemacht. Das funktioniert dann so, dass wir uns erstmal was Kreatives überlegen. In dem Fall haben wir gesagt, die Toten im Mittelmeer sind so weit weg für die Politik. So, damit sich etwas ändert, müssen wir das mal ranholen. Und wir haben eben die Unterstützer dieses Appells aus Berlin angeschrieben. Wir machen jetzt eine Aktion vor Ort. Wollt ihr vor Ort dabei sein? Und haben eben aufgerufen, dort um eine bestimmte Uhrzeit, bevor die Minister einfahren, vor Ort zu sein und sich dort in so einer Protestaktion auf den Boden zu legen und Leichentücher über sich drüber zu legen. Und das war ein unglaublich krasses Bild. Also normalerweise bei Protestaktionen ist es so, dass man dann etwas erzählt und Sprechchöre sind. Und da war es so, da lagen einfach, weiß nicht, ich glaube so 40, 50 Menschen. Und es war einfach so ein krasses Bild, dass einfach Stille war. Und das ist so eine Chance, diese Petition aus der, aber diese Appelle aus der virtuellen Welt, so diese Unterstützerzahlen nochmal vor Ort irgendwie zu manifestieren und auch in die politischen Entscheidungsträger ranzubringen. Und wir schauen uns jetzt natürlich weiter den politischen Prozess an, so wie läuft es weiter, wann stehen Entscheidungen an, wann macht es Sinn, da nochmal reinzugehen, um eben auch diese Trennung zwischen online und offline zu überwinden. Also das ist eine ganz große Stärke von Campact, dass wir eben sagen, naja, online ist halt ein erster Schritt, das ist ein Tool, was wir benutzen, aber wir geben uns damit nicht zufrieden. Wir wollen mehr machen, wir wollen vor Ort was machen. Und wir haben in den letzten Jahren auch ganz viel neue technische Tools entwickelt. Wir arbeiten sehr viel auch mit Open-Source-Software, das heißt, es können andere Vereine auch benutzen. Das ist kostenlose Software. Beispielsweise bei TTIP, unserer größten Kampagne derzeit, dem Freihandelsabkommen, haben wir Aktionstage gemacht, bei denen Bürger vor Ort sagen können, okay, vor der Wahl in Hamburg möchte ich andere Bürger, meine Nachbarn darüber informieren, was ist eigentlich TTIP, wie stehen die einzelnen Parteien dazu. Und ich verteile vor Ort Türhänger. So. Das ist eine einfache Aufgabe, das kann jeder machen. Das kann jeder machen, der nicht bereit ist, vielleicht stundenlang in Sitzungen teilzunehmen, beim Verein jede Woche hinzugehen. Und da konnte man bei diesem Online-Tool eben einzeichnen, welche Straßen übernehme ich. Und so konnte man diese Aufgabe quasi crowdsourcen. Und man hat dann halt auch so gesehen, naja, ich bin nicht alleine, das machen halt eben auch ganz viele andere Leute. Oder Unterschriften sammeln, da konnten sich eben Gruppen bilden, dass man gesagt hat, okay, ich kenne in meinem Freundes- und Bekanntenkreis niemanden anderen, der gerade zu dem Thema was macht. Aber ich meine, da haben 1,5 Millionen Leute unterschrieben, irgendwer wird doch wohl in meiner Gegend sein. Und da versuchen wir auch gerade so in neue Möglichkeiten der Beteiligung eben, die über diesen einen Klick hinausgehen, noch zu schaffen, weil wir das eben so sehen, dass es die erste Hürde ist. So, also ne, das ist das erste Signal, ich möchte etwas machen. Und versuchen wir die Leute abzuholen und eben weiterzugehen und zu sagen, so, da gibt es noch mehr, was man machen kann. Okay, aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu Ihrer Demokratiefrage, nicht? Also dann müsste man ja nochmal überlegen, ist das, was Sie jetzt alles geschildert haben, eigentlich politische Partizipation, ja oder nein? Nicht? Und wenn ich da jetzt mal aus der Perspektive der Politikwissenschaft argumentieren würde, dann hätte ich halt einen etwas radikaleren Partizipationsbegriff. Also es geht nicht nur darum, Politik irgendwie zu beeinflussen, ja? Das machen alle möglichen Akteure, die Politik beeinflussen, irgendwelche Lobbygruppen, irgendwelche Unternehmen, politische Organisationen und so weiter, sondern das eigentlich Spezifische an der Demokratie ist, dass Bürgerinnen und Bürger ein Partizipationsrecht haben, das wesentlich weitergeht, nämlich Politik zu gestalten, zu entscheiden, wirklich also Entscheidungen herbeizuführen. Nicht nur einfach Einfluss nehmen auf Entscheidungen, die andere fällen, sondern direkt Politik zu gestalten. Und wenn man jetzt also diese Vorgänge betrachtet, die Sie geschildert haben aus dieser Perspektive, dann würde das bedeuten, dass zum Beispiel bei dieser Aktion vor dem Bundeskanzleramt, dass
die Petition an sich Teil eines längeren partizipativen Prozesses ist. Ja? Das ist also es hat ganz viel Begleitmusik, zum Beispiel Demonstrationen, andere Tools, die Sie nutzen, online und offline. Da stellt sich dann die Frage, ist für diejenigen, die jetzt die Online-Petition unterzeichnet haben, ist das für die schon Partizipation, ja oder nein? Oder kann man wirklich, also was ist eigentlich die Rolle des Bürgers oder der Bürgerin in dieser Situation? Mhm. Und das ist dann eben schon, also ich würde in jedem Fall sagen, es ist Partizipation, aber die Rolle ist sehr beschränkt, mhm. nämlich auf eine Unterstützung von einem Vorgang, der sonst wie läuft. Und natürlich, also wenn es diese Bottom-up-Struktur gibt, dass man die Möglichkeit hat, selber diese Themen zu setzen, die dann in eine Petition kommen, dann ist es schon wieder stärker das partizipative Moment. Aber wenn es wirklich nur darum geht, dass ich die Plattform anschaue und klicke, dann ist eigentlich das partizipative Moment recht schwach. Ja, ich denke, jeder Bürger kann selber entscheiden, in welchem Rahmen oder in welchem Ausmaß man vielleicht auch aus privaten Gründen Engagement durchführen kann. Und oft hat diese Partizipation in niedrigschwelligen Bereich auch den Effekt, dass Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und bilden. Und das ist ja vielleicht auch eine Grundlage vielleicht für eine Wahlentscheidung, die ich später treffe. Und aus meiner Sicht haben wir eben das Problem, dass wir viel zu wenig direktdemokratische Elemente haben. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal den Online-Appell gegen TTIP nehmen. Wir wollten eine europäische Bürgerinitiative einreichen. Das heißt, wir wollten dieses Tool der direkten Demokratie, was es eben auf EU-Ebene auch gibt, auf einen sehr beschränkten Rahmen nutzen, um eben zu sagen, wir wollen das direkt an die Kommission, ans Parlament geben und sagen, viele Menschen teilen die Einschätzung der Kommission nicht und wünschen sich da einfach einen Politikwandel. Leider hat die EU-Kommission das abgelehnt. Da läuft auch momentan ein Rechtsstreit, der auch noch sehr spannend werden wird. Aber das ist eben ja, auch ein Teil weit die Situation, dass wir eben einen sehr begrenzten Rahmen haben, überhaupt für direkte Partizipation. Ja, wir haben alle 4-5 Jahre kommt eben auf die Ebene an, können wir wählen. Und was sollen wir darüber hinaus machen? Sollen wir uns zurücklehnen? Sollen wir Zeitungen lesen und sie dann zumachen und sagen, das passt mir nicht, aber ich kann ja nichts machen, aber ich schreibe mir mal auf, wenn ich wieder wählen kann, was mir alles nicht passt. Ich glaube, das ist sehr frustrierend. Und ich würde mir wünschen, dass man eben den Bürger auch ein Stück weit mehr in diese aktive Rolle bringt und sagt, so, naja, du kannst etwas verändern. Und es ist ja auch so, dass Politik eben ein großes Sammelsurium von unterschiedlichen Möglichkeiten ist, die man hat. Man kann es Beeinflussung nennen, ja, aber ich finde, Demonstrationen sind eben eine Grunderrungenschaft unserer Demokratie. Und natürlich ist es was anderes, als ein Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen. Aber wenn ich momentan die Möglichkeit nicht habe, etwas abzuwählen oder anzukreuzen, dann ist eben so eine Demonstration auch wichtig. Und auch wichtig, um ja, die Menschen eben aus dieser passiven Rolle rauszuholen. Und ich glaube, jeder, der eine Online-Petition unterstützt, auch wenn es vielleicht auf einem sehr niedrigschwelligen Bereich ist, gibt eben dieses Signal, also das ist also nur wählen ist vielleicht nicht genug für mich, ich möchte mehr. Und wir haben auch viel Feedback natürlich von unseren Campact-Aktiven, wo wir auch eben von immer so, sag ich mal, so kleine Erfolgserlebnisse mitbekommen von Leuten, die eben über eine Petition oder über einen Appell in so ein grundsätzliches Interesse für Politik reingerutscht sind und sich dann nachher bei Kooperationspartnern von uns engagieren, wie beispielsweise Greenpeace oder dem BUND, lokalen Ortsgruppen selber was auf die Beine stellen, vielleicht auch in eine Partei gehen, vielleicht auch irgendwann mal selber kandidieren. Das ist alles möglich, aber es braucht eben halt auch diesen ersten Schritt. Und für mich ist eben diese digitale Beteiligung ein unglaublich mächtiges Add-on. Und das geht ja auch nochmal über Appelle und Petitionen hinaus, wenn wir uns angucken. Also wenn ich mir überlege, wie ich politisiert wurde, diese ganzen Gruppen, in denen ich mitgemacht habe, Arbeitskreis, Vorratsdatenspeisung, auch die Piratenpartei im Übrigen, die ganze Kommunikation, das läuft alles online. Wenn wir keine Mailinglisten gehabt hätten, dann hätten wir die ACTA-Demo in Hamburg sehr schwer organisieren können. Ja? Und das sind alles so Dinge, warum sollten wir uns dem verwehren, weil wir sagen, so, das ist, nee, früher war alles besser. Ich glaube, früher war vieles nicht besser. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man sich nicht jedes Mal im Plenum hätte zusammensetzen müssen, sondern das online
vielleicht ausdiskutiert hätte. Da hätten vielleicht auch mehr Leute teilgenommen, für die diese Hürde irgendwo anzureisen. Ach, ich glaube, aber das steht ja gar nicht zur Disposition, nicht? Also, dass früher alles besser war. Ich glaube, das würde niemand hier vertreten. Ich denke, wir sollten auch nicht politische Entscheidungen so verstehen, dass wir denken, es gibt einen Punkt, an dem eine Entscheidung gefällt wird, und effektiv sind nur Partizipationsinstrumente, die genau an diesem Punkt die Entscheidung herbeiführen. Politik und politische Entscheidungen sind ja Prozesse, die sich oft über längere Zeit hinziehen, und da spielen natürlich alle möglichen partizipativen Instrumente eine Rolle und geben dann zusammen sozusagen die Musik, die letztlich zu dem Punkt hinführt, dass eine Entscheidung heranreift. Ich bin mir nicht, also deshalb geht es gar nicht darum, die Wertschätzung von diesen Tools an sich in Zweifel zu ziehen, sondern nur genauer zu überlegen, was ist die spezifische Funktion dieses Instruments im Vergleich zu anderen oder eben im Kontext mit anderen Instrumenten. Und da fürchte ich, dass ich mit meiner Forschung ein bisschen pessimistischer bin als Sie. Also wenn das so ist, dass es gelingt, wirklich Leute aus der Apathie rauszuholen, wäre das natürlich genial. Meine Erfahrung ist eher eine andere, also dass ich vermuten würde, dass wir es zu tun haben mit einer Gruppe von sehr aktiven Bürgerinnen und Bürgern, und die spielen sozusagen mehrere Musikinstrumente gleichzeitig. Ja, sie sind Mitglied in einer Partei oder sehr nahe, haben mindestens eine Parteibindung. Sie gehen wählen, sie sind in irgendwelchen NGOs aktiv, sie unterzeichnen Online-Petitionen und pinseln das Klassenzimmer ihrer Kinder. Ja? Und dann gibt es eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, und diese Gruppe wächst leider, die sich ausgestöpselt hat, die also nicht mehr partizipiert, die sich auch eigentlich nicht mehr interessiert. Und die glaube ich leider, dass wir die auch mit dieser Klickerei nicht erwischen. Ich fürchte, dass dieser Anteil wirklich relativ gering ist. Die werden vielleicht erst recht, also ich versuche auch einfach ein bisschen gegenzuhalten, damit wir hier auch ein bisschen Provokation in unser Gespräch kriegen, weil grundsätzlich finde ich das natürlich jede Form von Engagement wichtig und gut. Ich fürchte leider, dass viele von denen auch eine Petition nicht unterzeichnen, weil sie denken, das bringt sowieso nichts. Du sprichst ja immer von den Campact-Aktiven. Mhm. Auf der Seite sieht man das auch sehr häufig. Vielleicht kannst du da nochmal beschreiben, wer eigentlich die Campact-Aktiven sind, welche Rolle die bei euch spielen, und dann vielleicht auch in Bezug, was Frau de Neuf gerade gesagt hat, sind das wirklich dieselben Verdächtigen, die sich überall engagieren bei euch? Oder du hast ja eben schon gesagt, also du wurdest auch über Online-Medien politisiert. Ja, also zuerst einmal ist es natürlich interessant, also da ist, glaube ich, ein weites Feld für auch empirische Forschung, was sich da auftut. Und es wäre wirklich interessant, da auch mal genaue empirische Forschungszahlen zu sehen, wie sich das entwickelt, wie das vielleicht auch der Unterschied in unterschiedlichen Plattformen ist. Soweit ich weiß, gibt es solche Zahlen jetzt für unsere Plattform nicht. Deshalb nicht. Können wir da, gibt's also wir nicht. Legen eben auch großen Wert auf Datenschutz. Wir können nicht mal das Durchschnittsalter unserer Aktiven sagen, weil wir es halt eben auch problematisch finden, Daten abzufragen, die wir nicht essentiell dringend für Petitionen, für Appelle, für Aktionen brauchen, weil, wozu? Also, und ein Campact-Aktiver ist erstmal jemand, der sich entscheidet, bei einem Thema aktiv zu werden, im ersten Schritt erstmal durch einen Klick meistens. Ne? Man sagt, ich teile diesen Appell und ich unterzeichne ihn, und viele teilen das dann eben auch mit ihren Freunden, verbreiten diesen Appell und sind dann eben auch Teil dieser Gesamtunterzeichnerzahl. Und wenn wir Aktionen machen, dann im Rahmen dieses Appells schreiben wir jedes Mal unsere Unterzeichner an. Also das heißt, wir halten sie auch über den laufenden politischen Prozess auf dem Laufenden, wenn sich Änderungen ergeben, beispielsweise das EU-Parlament hat so und so in der Netzneutralität abgestimmt, geben wir Updates. Das heißt, es ist nicht nur, ich habe einmal unterzeichnet und damit kann ich mich zurücklehnen, sondern ich habe quasi auch so eine Art News-Funktion abonniert. Das heißt, ich werde auf dem Laufenden gehalten, wann wird es wieder kritisch, wann finden vielleicht auch Aktionen vor Ort statt. Wir machen das auch öfter, dass wir Unterzeichner vor Ort in unterschiedlichen Städten darüber informieren, wenn Veranstaltungen vor Ort stattfinden, Demonstrationen beispielsweise oder Aktionstage, bei denen sie sich einbringen können. Und jeder Campact-Aktive ist natürlich frei zu entscheiden, an was er teilnehmen kann oder will und bei wem, bei was er nicht macht. Das heißt,
wir sagen eben, wir bieten hier ein weites Feld von Möglichkeiten, wo sich Menschen einbringen können. Aber was im Einzelfall derjenige umsetzt, das bleibt ihm natürlich selber überlassen. Das ist auch eben diese Freiheit, weil meine Erfahrung aus politischer Arbeit ist auch, wenn man den Leuten sagt, cool, dass du dabei bist, morgen ist Treffen, übermorgen ist Infostand, dann haben wir noch die und die To-Do-Liste und dann musst du noch 3 Plakate malen, dann sind die meisten Leute auch ein bisschen überfordert, weil sie sagen, ich habe eben auch einen Job, ich habe Familie und ich möchte was verändern, aber ich habe einfach momentan nicht die Ressourcen. Und das ist eben, sage ich mal, die große Chance von solchen neuen Mitteln, dass man eben sagt, das ist ein Feld für Leute, die sehr aktiv werden wollen, die können sehr aktiv werden, für Leute, die sagen, ich möchte erstmal vielleicht gucken oder kann nur an einzelnen Punkten aktiv werden, für die ist es auch okay. Und da ist eben keiner, der sie vorwurfsvoll anschaut und sagt, na, also unter 12 Stunden die Woche brauchst du hier gar nicht ankommen. Weil ich glaube, das macht eben auch ganz viel kaputt. Also für mich ist Politik auch etwas, was Spaß und Freude macht. Und wenn man da mit einem schlechten Gewissen kommt und sagt, also wenn du 3 Bücher gelesen hast, dann kannst du hier mitdiskutieren, ansonsten bist du hier fehl am Platz. Dann holt man, glaube ich, diese Gruppe, von der du gesprochen hast, die es auch gibt, die ein bisschen abgehängt ist, holt man die erst recht nicht hinterm Ofen hervor. Das ist eben für mich so die Chance. Wie gesagt, das ist ein unglaublich spannendes Feld auch der empirischen Forschung. Ich glaube, da hat die Politikwissenschaft auch noch ganz viel Nachholbedarf in dem Feld. Ja, das ist richtig. Und insofern entspricht ja dieses Tool dann eben auch dem Zeitgeist, könnte man sagen. Nicht? Also es ist eben individuell, es ist relativ flüchtig, es ist unverbindlich, es verlangt eben nicht so ein langfristiges Commitment oder so viel Zeit, die man investieren muss, um teilhaben zu können. Das ist sicherlich, also auf der Ebene kann man, auf diese Weise kann man Leute durchaus abholen. Übrigens durch den Datenschutz gibt es natürlich, also den ich natürlich sehr befürworte, das ist auch wichtig, gerade in unserer Zeit, klar. Gleichzeitig schränkt das Partizipation ein. Also wenn man zum Beispiel schaut, was los ist bei den Bürgerinnen und Bürgern, die auf der Petitionsplattform des Bundestages unterzeichnen, die vernetzen sich horizontal dort. Ja? Weil sie eben die Möglichkeit haben zu schauen, wer ist da noch dafür. Die schreiben sich wechselseitig an, nehmen Kontakt auf miteinander, starten gemeinsam eine nächste Petition. Und das ist durch den Datenschutz nicht möglich. Na, das würde ich unterschiedlich sehen. Also ich habe auch Prozesse im Rahmen von anderen Vereinen mitbegleitet, bei denen es eben um Bundestagspetitionen ging. Und mein persönliches Resümee dieser guten Idee ist relativ vernichtend, muss ich sagen. Denn man kann zwar im Forum diskutieren, das ist so, aber eine wirkliche, beispielsweise die Möglichkeit für den Initiator der Bundestagspetition, mal alle Unterzeichner zu kontaktieren, gibt es nicht. Und das ist ein großes Problem, denn wenn man beispielsweise sagt, ich mache hier beispielsweise eine Bundestagspetition zu einem bestimmten Thema und dann gibt es einen Politikprozess und noch bevor das im Bundestag behandelt wird, wird es jetzt aktuell, so jetzt planen wir eine Demonstration und da haben doch 40.000 Leute unterschrieben und die möchte ich jetzt kontaktieren. Das geht bei der Bundestagspetition eben nicht. Und das ist in der Praxis ein Riesenproblem für Einzelpersonen oder auch Vereine. Ein anderes Problem ist, ich selber habe auch eine Bundestagspetition einmal eingereicht. Es ging darum, dass ich die Bundesregierung aufgefordert habe, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien vor dem Europäischen Gerichtshof einzuleiten. Das kann nur die Bundesregierung, ich kann das leider nicht. Weil der britische Geheimdienst ja eigentlich nicht so viel besser ist als die NSA und eindeutig diverse EU-Verträge verletzt hat. So. Die Petition wurde abgelehnt, sie wurde also gar nicht erst zugelassen, da konnte nie ein Einzelner auch unterzeichnen, weil eben gesagt wurde, dass keine sachliche und neutrale Diskussion erwartet wird. Das heißt, da ist so eine gewisse Filterfunktion. Und für mich erstmal unverständlich, gab auch einen öffentlichen Aufschrei, aber da kann ich erstmal nichts machen, ich bin machtlos. Anderes Problem, es gab eine Bundestagspetition zur Vorratsdatenspeicherung, da haben mehr als 40.000 Leute unterzeichnet. Es kam auch zu einer Anhörung im Bundestag. Die Ränge waren relativ leer. So. Und es saßen eigentlich, von der Opposition saßen sehr viele Politiker da, die nicht Zeitung gelesen haben, die sich das auch angehört haben. Das war toll. Es gab auch öffentliche Berichterstattung. Aber im Endeffekt, das Ergebnis dieser Anhörung war im aktuellen Politikprozess leider wenig zu erkennen. Das heißt, man wurde angehört,
aber das war es auch schon. Und da sehe ich eben eine ganz große Chance von diesen Online-Tools, die eben, wo die Leute mehr selber gestalten können oder wo Organisationen auch selber gestalten können, gegenüber von diesem sehr beschränkten Tool. Es ist eben schon ein Unterschied, ob ich nur das für eine Anhörung mache und nur zu einer Anhörung geladen werde und halt auch keine Kontrolle habe, was nachher mit dieser Anhörung passiert. Sie ist ja nicht rechtlich bindend oder so, da wird ja keine Abstimmung gemacht. Oder ob ich eben sage, ich sammle erstmal eine Gruppe, die dieselben Grundüberzeugungen hat oder diese Forderung teilt. Und dann schmieden wir quasi ein Bündnis, ein Ad-Hoc-Bündnis erstmal, wie es in der Politik oft der Fall ist. Und wir gucken, wie wir diese Entscheidung verhindern können oder wie wir eine Entscheidung positiv gestalten können. Ich habe, also mein Argument war ja ein Bottom-up-Argument nur, ja. Nicht? Also, weil es einfach um die Frage geht, wie die einzelnen Unterstützerinnen und Unterstützer die Möglichkeit haben, über das Tool hinaus zu argumentieren. Also, ich wollte jetzt nicht an sich diese Instrumente vergleichen. Ja. Wobei ich es an der Stelle vielleicht nicht so pessimistisch sehen würde, dass es nur eine Anhörung gibt. Also das ist eigentlich schon eine ganze Menge, dass es dieses formalisierte Verfahren gibt, das dazu führt, dass eben diese Anhörung stattfinden muss, während eine informell organisierte Petition möglicherweise gar nie entgegengenommen wird, je nachdem welchen Adressaten ich habe. Der weigert sich einfach einen Termin zu machen oder weigert sich die Kiste in Empfang zu nehmen mit den Unterschriften. Oder, ich würde ganz gerne nochmal auf diesen Punkt der Anonymität zurück. Ja. Denn lebt Demokratie nicht irgendwo auch davon, dass man Gesicht zeigt und auch sagt, ich stehe hier für diese Position? Also widerspricht ein anonymes Unterschreiben nicht auch so ein klein wenig demokratischen Grundprinzipien? Naja, wenn ich zur Wahlurne gehe und mein Kreuzchen mache, hoffe ich doch mal, dass niemand registriert, wen ich gewählt habe. Das ist also irgendwie, das sind ja die 5 Wahlgrundsätze, von denen einer eben ist, das ist eine geheime Wahl. Natürlich ist es so, dass Politik was mit Gesicht zeigen zu tun hat, aber Politik hat eben auch aus meiner Sicht in der Demokratie ganz viel damit zu tun, dass ich selber entscheiden kann, wo möchte ich beispielsweise mit meinem Gesicht dafür einstehen für eine gewisse Forderung und wo sage ich aus privaten Gründen, wegen meinem Arbeitgeber oder sonst was, oder weil ich vielleicht auch vielleicht auch unsicher bin oder nicht zur Angriffsscheibe werden möchte. Wo möchte ich halt lieber einer von 160.000 sein? Und ich finde, das ist halt auch okay. Ich denke, die Schwelle mitzumachen ist eben niedriger, wenn ich nicht gezwungen bin, sage ich mal, also öffentlich irgendwo erkennbar in der Datenbank zu landen, die jeder abgreifen kann und sich meine Meinung angucken kann. Deshalb legen wir eben auch Wert auf Datenschutz. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass beispielsweise bei unserer Bürgerplattform REACT auch Einzelpersonen sich bewusst entscheiden, ich starte jetzt diesen Appell und ich starte den auch in meinem Namen. Und wenn ich mit meinen Unterzeichnern kommuniziere, dann mache ich das auch in meinem Namen. Aber es ist eben eine bewusste Entscheidung der Einzelperson und diese Freiheit möchten wir der Einzelperson eben auch lassen. Ja, ich glaube auch, dass das nicht entscheidend ist. Also diese Frage der Anonymität, im Gegenteil, die bietet auch Chancen für Leute, sich zu äußern zu Themen, die vielleicht nicht so mehrheitsfähig sind oder die vielleicht mit sozialen Sanktionen einhergehen würden. Das halte ich für unproblematisch, weil diese Anonymität und die Kritik an der Anonymität spielt bei anderen Tools im Netz eine wichtige Rolle, aber bei Online-Petitionen, da geht es mehr darum, eben diese Masse zu mobilisieren. Und ob das jetzt eine sichtbare Masse von Namen ist oder eine anonyme Masse, das spielt an der Stelle keine Rolle. Ganz abgesehen davon, dass es ja durchaus Plattformen gibt, die mit offenen Namen arbeiten, wo die ersten Unterzeichner oder auch spätere Unterzeichner sichtbar sind. Es machen ja nicht alle so wie Campbell. Also es gibt auch im Übrigen da eine ganz interessante empirische Forschung aus Südkorea. Dort gab es eine Zeit lang mal einen Realnamenzwang bei Webseiten. Das finde ich persönlich natürlich sehr problematisch. Dort ein paar Wochen vor der Wahl, wenn man beispielsweise in einem Newsblog kommentiert hat, beispielsweise ich teile nicht die Meinung der Regierung, gab es eben ein Gesetz, das vorgeschrieben hat, ich muss mit meinem richtigen Namen dort auftreten, was natürlich aus meiner Sicht die Schwelle so sehr hoch setzt. Und danach wurde dieses Gesetz wieder abgeschafft und da gibt es sehr interessante Studien, auch aus einzelnen Foren, sozialen Netzwerken, die eben gezeigt haben, dieses Vorurteil, dass Leute anonym
unfreundlicher auftreten, andere Leute angreifen. Das stimmt so nicht. Die empirischen Zahlen haben aus diesem Land zeigen eigentlich, dass wer sich, sage ich mal, schlecht gegenüber anderen verhält, der macht das auch unter richtigen Namen. So. So, der ist halt einfach vielleicht eine unangenehme Person, aber vieles, was sonst kommuniziert worden wäre, wurde dann halt nicht kommuniziert. Das heißt, es hat schon eine, ja, vielleicht eine zensierende Funktion an der Stelle. Es ist einmal Troll, immer Troll. Ja, vielleicht. Also der reale Nachbar, der sich über alles beschwert, wo jeder weiß, wo er wohnt, der ist halt vielleicht auch einfach immer so. Sie haben ja eben gesagt, wahrscheinlich entspricht Partizipation im Internet auch so ein kleines bisschen mehr der heutigen Gesellschaft einfach, dass man dort eher ad hoc sich beteiligen kann, nicht so stark institutionell eingebunden. Und auch da, wo es mit einem gewissen Spaßfaktor verbunden ist, Politik wird ja nun sehr häufig mit Ernsthaftigkeit in Verbindung gebracht. Das heißt, ja, da werden wichtige Entscheidungen getroffen. Da sitzen gesetzte Herren in Anzügen und reden über wichtige Dinge. Darf Politik auch Spaß machen? Naja, definitiv. Aber ich glaube gar nicht, dass die Politik so furchtbar ernst ist. Ne? Also wenn man sich auch so Plenardebatten anschaut, dann hat man gelegentlich das Gefühl, die haben da eine einzige Spaßveranstaltung. Ne? Also das ist sehr unbedingt. Natürlich gibt es auch sehr ernste Plenarsitzungen, aber das Politik macht mal mehr und mal weniger Spaß. Was macht eigentlich den Spaßfaktor aus in der Politik? Also dieser Wettbewerb, das scheint etwas zu sein, was mit Spaß einhergeht, dieser Kampf auch um bessere Ideen, um die besseren Köpfe, Auseinandersetzungen über die geeigneten politischen Strategien. Das sind Elemente, die man eigentlich in allen Partizipationsinstrumenten wahrscheinlich finden könnte. Und dann gibt es Partizipationsinstrumente, die noch einen besonderen Kick haben, zum Beispiel illegal nachts irgendwo ein Graffiti hinsprühen. Also das hat bestimmt für viele, die das machen, einen extra Spaßfaktor, nicht erwischt zu werden oder es an einer besonderen Stelle anzubringen. Also das ist nicht das Problem. Wenn ich die Kritik formulieren würde, dann nicht am Spaßfaktor, sondern an anderen Stellen, also zum Beispiel bei der Frage der Professionalisierung, die damit einhergeht und auch Kommerzialisierung politischer Partizipation. Das halte ich für eher problematisch und vielleicht auch Ausdruck der postdemokratischen Krise. Ja, wie ist es mit der Professionalisierung bei CampAct? Also im Grunde bist du ja hauptberufliche Aktivistin. Wie gehst du mit dieser Kritik um? Also ich war viele Jahre lang nicht hauptberufliche Aktivistin und ich habe einfach auch im Alltag, sage ich mal, von Vereinsarbeit, Gremienarbeit eben gemerkt, wie gut es ist, in vielen Organisationen Leute zu haben, die einfach hauptamtlich da sind und sich kümmern. Beispielsweise bei der Humanistischen Union die Buchhaltung für den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung machen, wo man anrufen kann und der macht es dann halt. Oder beispielsweise jemand, ein Presseansprechpartner, der einfach den ganzen Tag erreichbar ist. Das ist halt nicht trivial in Gruppen, bei denen es einfach keinen Hauptamtlichen gibt. Und naja, das ist halt schon ziemlich dramatisch, wenn man beispielsweise eine Demo hat und einen Tag vorher klingelt dann das Telefon des Presseansprechpartners und der sitzt einfach auf der Arbeit und hat eine Sitzung und der kann nicht rangehen. Ne? Also es sind manchmal so diese trivialen Sachen, die Organisationen auch teilweise das Genick brechen können. Und ja, hauptberuflich bedeutet einfach, ich kann mich fokussiert auf etwas konzentrieren. Das heißt, ich mache das nicht abends, wenn ich müde um 19 Uhr von der Arbeit komme und dann setze ich mich noch dran und dann schreibe ich eine Pressemitteilung und falle danach ins Bett und habe dann auch sonst für mein Leben auch keine Zeit mehr. Sondern ich stehe morgens auf und freue mich auf meinen Job und kann quasi mit meiner ganzen Energie und ganzen Kraft mich dort eben reinbewegen. Und ich glaube, der Grund, warum viele Organisationen auch immer mehr in dieses Professionalisierte und Hauptamtliche gehen, ist einfach auch, dass man ja auch die Gesamtkonstellation betrachten muss. Beispielsweise nehmen wir einmal das Freihandelsabkommen TTIP, irgendwie als Fallbeispiel, oder nehmen wir vielleicht so Debatten wie die Netzneutralität, wo, sage ich mal, Interessengruppen wie Unternehmen dem gegenüberstehen. Die Deutsche Telekom möchte keine Netzneutralität. Die Deutsche Telekom ist ein hochprofessionalisierter Apparat. Es ist ein Unternehmen mit auch nicht unerheblichen Ressourcen. Und wenn man da eben als Bürgerbewegung
dagegen ankommen möchte, ist es aus meiner Sicht eben auch von Vorteil, wenn man Leute hat, die sich voll und ganz darauf konzentrieren können. Ich habe sehr lange Jahre in vielen basisdemokratischen Organisationen eben auch mich engagiert, bei der wir nicht den Luxus hatten, dass jemand den ganzen Tag sich kümmern konnte. Oder wo wir die Situation hatten, dass Leute ein paar Jahre lang das machen konnten und dann waren sie mit dem Studium fertig. Und dann war da erstmal eine ganz große Lücke. Und von daher ist es einfach auch eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, so, wir müssen halt eben auch eine gewisse Waffengleichheit zwischen den unterschiedlichen Konfliktlinien da schaffen. Und wenn man sich bei den ganzen Themen, die wir beackern, mal anschaut, wie da so in Anführungsstrichen die Gegenseite aussieht, also sei es nun Monsanto, sei es nun bei TTIP, diverse Industrieverbände, das ist nicht trivial, dagegen anzukommen. Und dagegen sind wir im Vergleich auch leider immer noch so groß. Ja, ja, das steht außer Zweifel. Das ist, ich glaube, ich habe ein bisschen Probleme mit dieser Rhetorik, also von Waffengleichheit zu sprechen. Das ist, also wenn man jetzt aus der Perspektive der Demokratie nochmal überlegt, was ja der Ausgangspunkt war heute, dann geht es ja darum, dass Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich als Gleiche das Recht haben, politisch zu partizipieren. Und durch diese Professionalisierung schaffen wir einerseits eben einen gewissen Qualitätssprung, im Idealfall nicht immer führt Professionalisierung notwendig zu einer Qualitätsverbesserung, aber manchmal schon, so wie sie jetzt gerade geschildert wurde. Aber gleichzeitig führt es auch zu einer Einschränkung von Partizipationsmöglichkeiten und zu einer Ungleichheit der Bürgerinnen und Bürger. Es ist heute de facto so, dass man ja eigentlich zum Beispiel nicht einmal mehr eine Demonstration organisieren kann, ohne Geld zu haben. Das ist schon erstaunlich, nicht? Also, weil man braucht Geld andere Ressourcen, um überhaupt politisch partizipieren zu können in dieser professionellen Liga. Ja, das würde ich absolut bestreiten. Also, ich bin froh, dass es nicht so ist. Aber wenn man sich mal die ACTA-Proteste anguckt, wo ich halt auch in Hamburg quasi das Bündnis so ein bisschen zusammengerottet habe, wir hatten da keine großen Gelder. Und bei der zweiten Demonstration war es sogar so, dass drei Schüler aus Hamburg zwischen 14 und 16 uns bequatscht haben, nochmal eine zweite Demo zu machen. Und die haben den Kopierer ihrer Schule leer kopiert für die Flyer. Also ist natürlich die Frage, ob man eine große Bühne braucht für eine Demonstration. Natürlich, so eine große Bühne kostet Geld. Und im Idealfall, wenn eine Organisation dahinter steht und sagt, wir kratzen irgendwie unser Geld zusammen und organisieren einen Spendenmarathon für diese große Bühne, dann wird es diese große Bühne geben. Aber wenn es diese große Bühne nicht gibt und vielleicht jemand sich auf eine Apfelsinenkiste mit einem 10-Euro-Megafon stellt oder das vom Aster leiht, das hatte ich auch schon, dann ist die Demonstration trotzdem da. Und dann stehen, also wenn 10.000 Leute irgendwo stehen, dann stehen sie. Und das würde ich eben schon Aber die Entwicklungstendenz geht in eine andere Richtung, nicht? Die geht schon in Richtung dieser Professionalisierung, weil die ganze Zivilgesellschaft ist inzwischen weitgehend professionalisiert. Nicht? Ich kritisiere das gar nicht, ich stelle es nur fest. Ja? Mhm. Und damit einher geht auch eben eine qualitative Veränderung und auch eine, aber schon eben, es stellt sich für uns schon eben kritisch die Frage, was können Bürgerinnen und Bürger dann noch, was bedeutet das für die Partizipation, nicht? Also ein Fallbeispiel, das ich gerne anführen möchte an der Stelle, ist zum Beispiel Greenpeace, nicht? Also es ist einfach so, dass die Personen, die Greenpeace unterstützen als Förderer oder Förderinnen, die haben im Grunde keine politischen Rechte innerhalb dieser Organisation. Außer, dass sie unterschreiben können, Flyer verteilen und Geld spenden. Und das ist eigentlich nicht dieses Partizipationsverständnis, was ich im engeren Sinne hätte. Deshalb spreche ich das an. Also wenn man einfach aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger überlegt, was bedeuten diese Partizipationsangebote. Aber um zurückzukommen auf die Online-Petitionen, da könnte man eigentlich dann wiederum zu einem sehr viel positiveren Ergebnis kommen, als wenn man in diese Abgründe schaut, was ich gerade gemacht habe. Dann könnte man nämlich feststellen, dass Online-Petitionen vergleichsweise billig sind.
sie nicht so ressourcenintensiv sind, wenn es wirklich nur um die Petition geht. Das kostet nicht so viel, sowas auf die Beine zu stellen im Vergleich zu der ganzen Begleitmusik, die noch dazu gehört. Kostet es wirklich nicht so viel, so eine Plattform am Laufen zu halten? Ja, es kommt eben darauf an. Also man muss sich halt auch überlegen, wenn wir beispielsweise, wenn Campact ein Mailing rausschickt an 1,5 Millionen Leute, das ist halt schon eine, das braucht eine stabile technische Infrastruktur, das ist nicht trivial. Natürlich ist einfach, um das, sage ich mal, aufrechtzuerhalten, um halt auch ein stabiles System zu haben, wo man nicht abhängig ist von irgendwelchen anderen Dienstleistern und so, sondern das halt schon relativ stabil sicherstellen kann, das sind natürlich laufende Kosten. So, ne? Okay, aber wenn ich eine Petition der Plattform des Bundestages einstelle, dann kostet das nichts. Ja, also das hat mich ja auch nichts gekostet, die wurde dann leider nur nie freigeschaltet. Ne? Also das ist halt klar, aber für unser Campact-Aktive kostet das natürlich auch nichts. Und nochmal zum, sage ich mal, ja, Basis- oder demokratischen Element. Ich würde da ganz, ganz klar widersprechen. Meine praktische Erfahrung aus dem Feld als Aktivistin, eben auch als Campact-Mitarbeiterin ist, dass natürlich Großdemonstrationen Geld kosten. Das ist keine Frage. Da gibt es auch meistens ein breites Bündnis von mehreren Organisationen, die das dann irgendwie stemmen. Aber letztes Jahr war ich auf einer Demo im Sommer zu TTIP. Das hat einfach eine Bürgerin, die hat, glaube ich, im Kindergarten gearbeitet, die hat das einfach angemeldet. Die hatte wirklich keine Apfelsinenkiste, aber sich ein Megafon geliehen und das war's. Die hatte da keine großen Gelder akquiriert und das sind eben Sachen, die Leute vor Ort machen können. Und ich glaube, so Sachen vor Ort zu machen, dazu braucht es eben manchmal so einen ersten Anschub. Das kann vielleicht ein Zeitungsartikel sein, das kann eine Mitgliedschaft in einer Partei sein, das kann aber vielleicht auch ein Online-Appell sein, wo ich unterzeichnet habe und mir denke, so jetzt muss es hier aber auch irgendwie mal vorwärts gehen und jetzt möchte ich meinen Beitrag dazu leisten. Und Organisationen sind natürlich immer unterschiedlich aufgestellt. Bei uns ist es so, dass wir auch eine jährliche Mitgliederversammlung haben, wo eben auch Campact-Aktive selber also kandidieren können und sagen können, so ich möchte jetzt ich möchte mehr machen, ich möchte auch, sag ich mal, Einfluss auf den, ich möchte Teil des Vorstandes werden und können dann kandidieren. Und das, finde ich, ist halt eben, sage ich mal, auch so unser demokratisches Element, was wir haben. Und ein weiterer wichtiger Teil ist, dass Campact sich eben zu 99% aus Kleinspenden finanziert. Das heißt, wir haben keinen großen Geldgeber, keine große Stiftung, keine große Partei oder sonst was, die uns sagt, die Kampagne macht ihr besser nicht, sondern wir haben einfach ein großes Netzwerk von Leuten, die sagen, ich bin kein Millionär, aber 10 € im Monat, das ist für mich noch irgendwie machbar. Und ich sehe ja auch, dass da was bei rauskommt. Also dass quasi Leute damit vielleicht andere Leute empowern, Aktionen organisieren in Berlin, wo ich vielleicht nicht wohne, aber wo die Entscheidungen stattfinden. Und das ist eben, finde ich, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Also ich kenne andere Organisationen, die da sehr stark abhängig sind von einzelnen Geldgebern. Und das hat Campact eben nicht. Ich würde jetzt gerne unsere Gespräche vorne auch öffnen, wo wir gerade schon bei der Beteiligung sind. Für Fragen, Meinungen, Statements? Frage von Nocken, bezogen an das, was Frau Dennaff sagte. Sie sagten, bei Greenpeace ist die Partizipation innerhalb der Organisation relativ schwierig für die Mitglieder. Jetzt haben Sie gesagt, dass es gut möglich ist, dass jetzt einfach ein Campact-Aktivist zu einer Mitgliederversammlung kommt und sich zur Kandidatur stellt. Ja. Aber vorher sagten Sie, dass Datenschutz eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Mhm. Inwiefern hat dann quasi ein völlig Fremder, der dann nur als Teil dieser großen, 1,5 Millionen großen Community, sage ich mal, kommt, überhaupt eine reelle Chance, da überhaupt großartig im Vorstand zu rücken, oder weil inwiefern kann der sich da vorstellen und präsentieren? Mhm. Weil ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt bei so einer großen Gruppe wäre und da kommt ein völlig Fremder, weiß ich nicht, ob ich dem sofort meine Stimme geben würde, um in den Vorstand zu werden von so einer Gruppe. Ja, es ist halt immer so eine grundsätzliche Frage von Wahlveranstaltungen. Also erstmal in dem Moment, wo ich für etwas kandidiere, das hat auch unter anderem mit Finanzamtssachen zu tun, muss ich natürlich meinen echten Namen offenlegen und ich muss mich halt ganz normal bewerben und vorstellen. Ich muss die Leute irgendwie überzeugen, ich bin ein guter Kandidat. Und wir haben halt auch Wechsel im
bei den Mitgliedern, die halt eben Teil des Vorstandes sind. Und da rücken eben auch Leute nach und kommen neu hinzu. Meistens ist es halt einfach so, dass die Leute halt gut argumentieren konnten, warum sie das interessiert, warum sie auch für, beispielsweise fürs nächste Jahr sagen, ich habe da genug Zeit, um mich da halt auch stärker einzubinden. Und jeder kann zu dieser Mitgliederversammlung kommen und sagen, so, ich möchte das jetzt machen. Also wir haben eben so eine Struktur, dass wir unsere Förderer haben und jeder, der regelmäßiger Förderer ist, kann das auch machen. Und ja, aber das ist ja bei Parteien nicht anders so, wenn ich da hinkomme und sage, ich bin seit einem Monat Mitglied, bitte wählt mich. Das hat in meinem Fall sehr gut geklappt. Aber in anderen Parteien ist es dann vielleicht so, dass erwartet wird, so, naja, also wo warst du die letzten 6 Jahre und wann hast du für den Ortsverband das letzte Mal Flyer verteilt? So, das ist ja woanders nicht, aber bei Campex stellt sich die Frage eben nicht, weil eigentlich bei allen so ist, dass sie dann irgendwann neu dazukommen und dann lernt man sich erstmal kennen, das ist auch eine längere Veranstaltung und schickt die Bewerbungen auch rum. Ich glaube, wir hatten einmal sogar einen Fall, dass jemand nicht vor Ort sein konnte und wir das halt auch per Videostream gemacht haben. Wobei, ich würde da wirklich eine gravierende qualitative Differenz sehen, bei dem Fallbeispiel, das ich vorhin erwähnt habe und zum Beispiel eine Partizipation in einer Partei. Es geht ja nicht nur darum zu kandidieren für ein Amt oder für einen Vorstand, sondern es geht ja um die inhaltliche Arbeit in den Prozessen innerhalb der Struktur und da das Mitspracherecht im Tagesgeschäft. Und natürlich kann ich da kandidieren für den Vorstand, aber das ist ja nur eine Dimension der Partizipation. Viele Mitglieder in Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Parteien, denen geht es gar nicht um dieses Amt. Das ist ein relativ kleiner Teil, der überhaupt zur Verfügung steht für ein Amt, sondern die wollen mitbestimmen in den Entscheidungen und Bottom-up-Politik machen und diskutieren. Was bedeutet das für Online-Petitionen, was wir hier gerade besprechen? Also das müssten wir nochmal überlegen, nicht? Also die Chance wäre eben, also zu sagen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man eben nicht so ein langfristiges Commitment eingeht und dass man sich zu sachpolitischen Themen nach Lust und Laune äußern kann, wenn ich gerade Zeit habe. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich also verliebt bin in ein bestimmtes Thema, sagen wir mal Genmanipulation und das ist das Thema, mit dem ich mich dauerhaft beschäftige, dann könnte ich eigentlich wahrscheinlich täglich irgendwelche Aufrufe, Petitionen und ich weiß nicht was alles unterschreiben. Und so habe ich also Möglichkeiten, punktuell zu einem Gegenstand weltweit meine Meinung kundzutun und hier zu partizipieren. Und das wäre der Vorteil im Vergleich zu einer Partizipation in einer Organisation selbst, die sich heute mal mit dem Thema, morgen mit einem anderen beschäftigt und die von mir verlangt, dass sie 12 Stunden die Woche mich mit Leib und Seele verschreibe, da anwesend zu sein. Ne? Aber die Part einer Organisation zu sein, schließt ja aber Prozesse nicht aus, sicher. Und das ist eben auch so ein interessanter Aspekt. Wir arbeiten ja auch bei Campact eigentlich bei jedem Appell auch mit anderen Organisationen zusammen. Das heißt beispielsweise, wir machen eine Aktion und der BUND ist Kooperationspartner. Der BUND ist auch in vielen Ortsgruppen aktiv und dann gibt es manchmal eben auch Aktionen, beispielsweise bei unserer Kohlekampagne, wo wir eben ganz viele Aktionen vor Ort gemacht haben, auch in kleineren Städten, wo eben dann von unseren Kooperationspartnern eben vor Ort die Gruppen gesagt haben, so wir unterstützen das jetzt und wir bieten quasi die Anlaufstelle, um halt was auf die Beine zu stellen. Und das ist halt für beide Organisationen dann eine Win-Win-Situation oder eine Win-Win-Win-Situation, wenn wir noch die Leute von außen dazu nehmen, die sagen, ich wollte jetzt was vor Ort machen, aber ich wüsste gar nicht wo und mit wem und ich bin neu. Und das ist ja auch manchmal irgendwie so schwierig, in neue Gruppen reinzukommen und das ist eben so ein Add-on, was sich an ganz vielen Stellen des Politikprozesses oder bei Organisationen eben dran klingt. Also das würde allerdings das nochmal bestätigen, was ich vorhin gesagt habe, dass auf diese Weise Leute mobilisiert werden, die sowieso schon mobil sind. Nee, nicht unbedingt. Also das ist eben, also natürlich die Leute vor Ort von der lokalen Ortsgruppe, die hätten das vielleicht so und so gemacht,
Aber oft ist es ja so vor Ort, ich hätte halt gerne noch die Leute, die nicht jede Woche zu unseren Treffen kommen und eh schon überzeugt sind, hätte ich gerne noch ein paar mehr Leute dabei. Und da sind eben ganz viele Leute, die organisatorisch noch ungebunden sind. Also ich finde diese, Aber jetzt reden wir über Treffen in der realen Welt und nicht über Online-Petitionen. Nee, aber mir fehlen eben diese validen empirischen, statistischen Zahlen, um diese These zu belegen. Und bis dahin ist es halt wirklich eine These. Und in der Praxis habe ich einfach auch in meinem Freundeskreis, als ich gesagt habe, ich arbeite bei Campact, meinte eine Freundin von mir, die überhaupt nicht in irgendwelchen politischen Organisationen zu tun hat, meinte so, ja, ach, da habe ich letztens so ein Türschild für Edward Snowden bestellt und ich finde das total gut. Und wenn irgendwie demnächst eine Demo ist, dann mache ich da mit. Und sonst habe ich die immer mit meinem Datenschutzkram genervt und ich fand das irgendwie toll. Und die meinte dann halt auch so, ja, dieses Türschild. Und dann meinte ich so, ja, das habe ich gemacht. Und wir kriegen auch ständig Mails von Leuten, die sagen, ich war vorher halt politikverdrossen oder ich habe halt mich so ein bisschen zurückgeklinkt, weil es hat mich erschlagen. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Und da so eine niedrige Hürde reinzuziehen, finde ich unglaublich gut. Und wie gesagt, ich fände es wichtig, dass die Politikwissenschaft da weiter Forschung betreibt. Aber bis jetzt sehe ich einfach noch nicht die Studien, die das belegen. Naja, also die das für Online-Petitionen belegen, das stimmt. Also da gibt es für Deutschland keine validen Daten. Das ist richtig. Aber wir haben natürlich andere Studien zur politischen Partizipation und da gehört schon zum Beispiel das Unterzeichnen von Petitionen dazu. Ja? Zum Beispiel im World Value Survey gibt es Daten dazu und da kann man sehen, dass Leute, die nicht wählen, auch keine Petitionen unterschreiben. Diese Daten haben wir schon. Ja, das ist die große spannende Frage, wie holen wir diese Leute zurück und wie ziehen wir sie wieder in den politischen Prozess? Und da sind niedrigschwellige und individuelle Angebote definitiv der richtige Weg. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, da vorne gibt es schon die ganze Zeit noch eine Frage. Ich stelle immer so ein bisschen die Frage, da würde ich jetzt wahrscheinlich so ein Mittelweg finden, erstmal von der Ausgangsthese. Ich glaube schon, dass man erstmal Leute erreicht, die sonst mit Politik noch nicht so ganz viel anfangen. Die klicken, das nenne ich immer dieses handlungsersetzende Klicken. Also ich habe geklickt, also habe ich getan. So, dann gibt es noch Leute, die leiten daraus, dass du ein Klicken und Handlung hast. Die wollen dann was machen. So, die machen dann entweder mal eine Demo als passiver oder wollen aktiv sein. Also aktiv sein. Und da sehe ich dann quasi eigentlich so ein bisschen Organisationen wie Campact etc. in der Verantwortung. Die Leute, die dann wirklich was machen wollen, denen es nicht mehr reicht, eine Demo zu machen. Sondern aktiv zu sein, da irgendwie so eine Brücke dorthin zu schlagen, hey, vielleicht wärst du ja da und da auch ganz gut zusätzlich aufgehoben. Also das dient ja euch und gleichzeitig aber auch den Akteuren. Also ihr habt dann Leute in den Parteien und gleichwohl können sie sich dann ihre Art und Weise dort auslegen. Also habt ihr da schon überlegt, Brücken zu schlagen oder gibt es da schon Überlegungen? Also es ist in der Praxis, wie gesagt, bei so dezentralen Aktionen, glaube ich, ein ganz guter Anlaufpunkt, wenn Leute beispielsweise in, sage ich mal, Münster wohnen und sich gerne zu einem Thema irgendwie vielleicht engagieren. Und manchmal, also aus meiner praktischen Erfahrung, sage ich mal, ist halt die Hürde manchmal eine recht triviale menschliche, dass ich halt irgendwo zu einer Gruppe hingehe und dann bin ich neu. Und wir schaffen eben ein Setting, wenn halt so eine gemeinsame Aktion ist, dass man halt irgendwo hinkommt und dann guckt man erstmal so, ach, das ist ja die lokale BUND, Greenpeace, Arbeitskreis, Vorratsdatenspeicherung, whatever Gruppe und dann gucke ich mir die mal an, rede mal vielleicht mit denen, die erzählen mir, wann ist das nächste Treffen und dann ist die Hürde, da halt mal mitzumachen, wenn man sagt, das ist wirklich ein Thema, wo ich langfristig dranbleiben will, niedriger so. Und da gibt es eben auch Geschichten von Leuten, die gesagt haben, so nach solchen Aktionen, so ja, da möchte ich jetzt langfristig dabei bleiben oder die halt sich auch angucken, wer unterstützt eigentlich diesen Appell, sind die bei mir auch vor Ort so. Also strukturiert, dass wir wirklich, sage ich mal, einzelnen Leuten vorschlagen, hier, geh doch mal dahin, machen wir das bis jetzt nicht, weil das halt auch, sage ich mal, ja, also wie will ich feststellen, ohne Großdaten zu erfassen, was vielleicht die politischen Vorlieben von jemandem wären. Wir wollen diese Daten eigentlich gar nicht erfassen, bis auf, ne, von dem konkreten Appell. Und wir machen das aber auch immer so, dass im Mailing klar wird, das sind die Kooperationspartner und dass man sich eben weiter informiert, ob die halt lokal vor Ort aktiv sind und was man da machen kann.
Während Sie Ihre Frage formuliert haben, habe ich mir überlegt, ob wir eigentlich davon ausgehen müssen, sollen, wollen, dass Bürgerinnen und Bürger sozusagen Anleitung brauchen zur Partizipation. Ich meine, das wäre ja eigentlich, also so hörte sich das ein bisschen an, also wir müssen sie einladen. Und eigentlich bin ich mir nicht so sicher, ob das so der richtige Weg ist. Das ist natürlich der Weg, den die politische Bildung die ganze Zeit geht, an dem ich auch mitwirke. Die Frage ist aber auch, also ob das wirklich nachhaltig sein kann, um Leute zu mobilisieren, die sich schon ausgestöpselt haben. Und ich denke, da würde es wahrscheinlich andere Wege gehen, müsste man andere Wege gehen, die noch kreativer sind in der Hinsicht, dass es darum geht, ein Bewusstsein dafür zu fördern, dass die Wut, die Bürgerinnen und Bürger empfinden, die Politik verdrossen sind oder Politiker verdrossen sind, auch schon Ausdruck einer politischen Position ist und sie sozusagen über diese Wut zu politisieren. Aber ich glaube nicht so sehr, dass wir mit Einladungen oder Chanceneröffnungen an die Leute rankommen, die eben nicht einmal mehr klicken. Ja, wohl, ich glaube, eben diese Vernetzung ist so das verbindende Moment. Vernetzung bedeutet halt eben nicht unbedingt, dass ich da irgendwie eine Hierarchie habe oder sagt auch eigentlich gar nichts darüber hinaus, ob das wirklich eine Anleitung ist oder ob ich, ne, aber ich was bin für eine mir Form nicht von sicher, Organisation. Ich bin mir nicht sicher. Für mich persönlich, wenn ich mir vorstelle, ich möchte vor Ort was machen. Ja, ich hatte die Situation in Münster, da wurde die Vorratsdatenspeicherung geschlossen und ich dachte mir so, mein Gott, ich muss was tun. Und ich war vorher nicht in einer Organisation. Dann habe ich einfach im Wiki geguckt und dann haben sich Leute das erste Mal getroffen. Das war die konstituierende Sitzung des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung Münster. Da gab es noch keine Hierarchien, da gab es keine Anleitungen oder sonst was. Aber ohne dieses vernetzende Moment, dass ich halt eben überhaupt Anschluss irgendwo gefunden hätte, hätte ich nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Als Einzelperson eine Demo anzumelden, wenn man das noch nie gemacht hat, ist halt schwierig. Und wenn ich weiß, es gibt mehrere like-minded people, die halt mit mir zusammen für mein Vorhaben eintreten wollen, so, dann ist es, glaube ich, viel einfacher eben. Und dieses vernetzende Moment haben eben Organisationen. Organisationen können darüber hinaus natürlich noch viel Bildung und weitere Möglichkeiten vielleicht bieten, aber der Kern für mich, die Chance, ist eben das vernetzende Moment. Naja, aber aus der Wahlforschung wissen wir, dass viele Bürgerinnen und Bürger, die nicht wählen gehen, sagen, sie gehen da nicht hin, weil es auf ihre Stimme ja sowieso nicht ankommt. Mhm. Und dieses Argument, also müsste ja bei Online-Petitionen noch viel stärker sein. Also auf diesen einen Klick kommt es doch jetzt nicht an. Ja, es sehen mehr als 1,5 Millionen Leute eben anders bei TTIP. Ja, und da bin gut. Ich auch sehr froh. Und ich glaube, das Hauptproblem vielleicht, was, also kann ich mir... Na, 1,5 Millionen ist natürlich viel im Vergleich zu anderen, aber gemessen an der Bevölkerungszahl ist es nicht viel. Ja, natürlich. Ich denke, ein großer Teil der Politikverdrossenheit kommt eben von einem Mangel an direkt demokratischen Möglichkeiten, dass ich halt einmal alle paar Jahre meine Stimme abgebe und dann haben wir oft die Situation, dass Wahlversprechen gebrochen werden, dass Koalitionsverträge plötzlich nicht mehr das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Und dann in diesen Momenten werden halt NGOs unglaublich wichtig, die dann sagen, okay, hier gibt es halt Leute, die vielleicht sogar Wähler dieser Partei waren, die jetzt diese Entscheidung macht und sagen, das kann doch nicht möglich sein. Also das möchte ich nicht. Ich möchte klar machen, dass das eine aus meiner Sicht falsche Entscheidung ist, dass es eine problematische Entscheidung ist. Und da kann man eben zwischen diesen sehr weit entfernten Punkten des Wahlkreuzchens halt eben nochmal etwas hinzuadden. Und nebenbei bemerkt, Campact hat auch immer oder unterstützt regelmäßig auch Appelle zusammen mit Mehr Demokratie e.V. Wir setzen uns eben auch ein für mehr direktdemokratische Möglichkeiten, wo man eben Volksentscheide, Volksabstimmungen vor Ort machen kann. Haben nach der Bundestagswahl beispielsweise, als es um den Koalitionsvertrag ging, da eine große Aktion in Berlin zugemacht, weil wir einfach denken, natürlich bieten wir den Leuten etwas. Wir fänden es halt auch gut, wenn von offizieller Stelle da mehr Möglichkeiten wären, dass man da halt auch im Prozess öfter mal gefragt wird, weil dieses nicht naja, gefragt es gibt ja schon ganz viele direktdemokratische Partizipationsinstrumente. Allein die Bürgerinnen und Bürger nutzen sie nicht. Und da haben wir also nun wirklich genug.
empirische Daten dazu, um das nachzuweisen, dass diese Instrumente nicht genutzt werden. Wir haben sie nur auf Bundesebene, nur in sehr eingeschränktem Maße, aber ansonsten haben wir sie überall, in den Kommunen, auf Länderebene, auf europäischer Ebene inzwischen. Das ist nicht das Problem, nicht? Aber ich stimme ja zu, also wir reden ja jetzt heute nicht über alle Partizipationsinstrumente, sondern über Online-Petitionen. Und da bin ich absolut auch damit einverstanden, dass Online-Petitionen ein Korrektiv sein können, ein Kontrollinstrument zwischen in den Wahlperioden. Und ja, natürlich nicht, die Adressaten sind ja nicht immer Abgeordnete, die gewählt sind. Die Adressaten sind mal Konzerne, mal sind es, die sind überhaupt nicht gewählt, die Konzerne. Und da muss man natürlich andere Partizipationsinstrumente nutzen, um die zu adressieren. Oder die Regierungen oder auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen, die Kirchen und so weiter. Da hinten möchte, glaube ich, noch jemand seine Möglichkeit zur Partizipation nutzen. Schon eine ganze Weile. Entschuldigung. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass wir, oder Frau Nockum, dass das Problem ist, dass gewisse Politikverdrossenheit daherrührt, dass man das Gefühl kriegt, ich kann bloß alle 4 Jahre wählen und in den 4 Jahren kann ich nicht so viel machen und Wahlversprechen werden gebrochen und darauf kann ich keinen Einfluss mehr nehmen. Aber es sind ja direkte demokratische Mittel vorhanden, nur keiner nutzt sie. Und im selben Atemzug sagen Sie, dass diese Politikverdrossene vielleicht nicht dringend, wie Sie das gesagt haben, dahin geleitet werden sollen, über Petitionen, Kampagnen weiterführen, diese Brücke, die der nette Herr, der gerade schon nicht zur Toilette gegangen ist, gesagt hat, Brücken zu bauen, dass Sie da dolle Zweifel hegen. Aber ist es nicht gerade wichtig, vielleicht diese Brücken zu bauen, um diesen Politikverdrossenen wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass diese ewig gute Meckerei, ich habe doch keine Möglichkeiten, schwachsinnig sind, weil ich nicht denke, dass diese Leute ohne diese Brücken überhaupt noch auf diese Mittel zurückkommen. Also insofern sehe ich da bei Ihnen einen kleinen Gegensatz in dem, was Sie da selbst gesagt haben. Worin ist der Gegensatz? Dass Sie, oder also im gesamten Konsens, dass direkte demokratische Mittel vorhanden sind, es Politikverdrossene gibt, aber noch keine Brücken dazwischen und Sie aber Zweifel hegen an diesen Brücken. Aber vielleicht, die sind jetzt so, wie ich das sehe, doch gerade der Weg dahin, Sie aus der Politikverdrossenheit rauszuholen. Naja, ob wir das über direkte Demokratie schaffen, da habe ich halt Zweifel, nicht? Also was wir wissen über die Institutionalisierung direktdemokratischer Partizipationsinstrumente ist, dass es etwas verändert an der Einstellung der Bürgerinnen und Bürger zum politischen System, in dem sie leben. Ja? Also allein das Gefühl zu haben, ich könnte mitentscheiden, wenn ich denn wollte, ändert etwas an der Beziehung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem politischen System. Aber was wir wissen aus den empirischen Erfahrungen in Deutschland ist, dass die Existenz dieser Partizipationsangebote nicht dazu führt, dass mehr Bürgerinnen und Bürger partizipieren. Ich wüsste jetzt direkt als Beispiel, ich könnte jetzt nicht sofort 3, 4 Möglichkeiten der direkten Partizipation aufzählen, mal abgesehen von Hinweisen oder Appellen. Ich habe da jetzt nicht das breite Angebot direkt vor Augen. Ach, es gibt ja auf Länderebene überall. Ja, aber da ist doch, genau das meine ich, das ist doch schade, dass ich das jetzt nicht weiß. Und genau dazu bräuchte jetzt jemand wie ich. Ich bin in Politik verlassen, aber ich bräuchte doch theoretisch diese Brücken. Die Information. Zumal es ja schon ein Riesengewinn wäre, wie Sie das gesagt haben. Dass eine Bewusstseinsänderung kommt bei den Politikverlusten. Ich kann vielleicht doch was tun. Ja. Also er hat eigentlich genau in meine Kerbe geschlagen. Ich glaube, die Möglichkeiten sind vielleicht einfach nicht bewusst. Und ich glaube einfach, dass durch die Möglichkeit, das irgendwie ganz online zu teilen, man vielleicht einfach mal drüber stolpert, über die ganzen Geschichten. Zumal, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Teil in sozialen Netzwerken halt nimmt, man auf einmal drüber stolpert, weil man aus dem Freundeskreis auf einmal sowas noch teilt und man mit diesem Thema überhaupt erstmal in Berührung kommt, beziehungsweise wo ich erstmal sehe, da gibt es noch jemanden außer mir,
und die kenne ich sogar. Und vielleicht weiß der dann sogar wieder mehr, um dann vielleicht zu solchen Möglichkeiten zu kommen. Aber ich glaube, da müsste man vielleicht auch mal empirisch forschen, wie bekannt sind denn die Möglichkeiten der direkten Einflussnahme. Tja. Also, ich glaube, die sind nämlich nicht sehr verbreitet. Ja, da offensichtlich ist es so nicht, und das schließt wieder an, was Sie vorhin in die Diskussion eingebracht haben. Also da spielt dann politische Bildung sicherlich eine zentrale Rolle. Ich würde gerne noch, wenn ich darf, einen ganz anderen Gedanken noch einbringen. Bitte? Ja, wir reden hier die ganze Zeit eigentlich aus einer Perspektive über Online-Petitionen, nämlich dadurch, aus der Perspektive, dass die gut sind, dass die demokratisch sind, dass die förderlich sind für die Demokratie. Nicht? Wir sollten aber schon auch mit auf dem Schirm haben, dass dieses Partizipationstool auch von Leuten genutzt wird, die mitnichten demokratische Ziele verfolgen. Nicht? Also das sind zum Beispiel radikale evangelikale Christen, die Online-Petitionen lancieren, um die bei der iranischen Botschaft mal zu platzieren. Das sind zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger, die gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg auf die Barrikaden steigen, die dagegen Antipluralismus und Diversity in der Gesellschaft in Baden-Württemberg. Wir haben einen Appell dafür gemacht. Ja, ne? Ich sage nur, ne? Also wir müssen das, wenn wir darüber reden, auch auf dem Schirm haben, dass das Partizipationstools sind, die auch von anderen Akteuren genutzt werden und von Rechtspopulisten in ganz Europa. Ne? Weil gerade die auch diese direktdemokratische Schiene und eben auch Online-Petitionen gerne mal für sich nutzen, um eine, wie ich sagen würde, vermeintliche Bürgernähe herzustellen und um zum Beispiel in parlamentarische Prozesse rein über Bande zu spielen, ne, wenn sie in der Opposition sind, um sich sozusagen ein anderes Gewicht zu geben im politischen Wettbewerb. Und wenn wir über die Chancen und Risiken dieser Partizipationsinstrumente reden, dann sollten wir fairerweise das schon auch mit im Blick behalten. Ne? Aber ist das nicht generell ein Problem, also ein Problem bei Partizipation, ja, dass sicher, eben auch die partizipiert, die man eigentlich nicht möchte? Ja, sicher. Nazis haben schon immer auf Demos angemeldet, manchmal melden sie sich auch nicht an, manchmal werden sie auch verboten, manchmal oft werden sie blockiert, und ich finde, das ist eigentlich auch so ein ganz schönes Bild, was man vielleicht auch für die Online-Welt übertragen kann. Also ich möchte niemanden blockieren, aber es ist einfach so, jeder nutzt das Internet. Ja, also tolle Leute, Leute, die ich nicht mag, Leute, die meine politische Gesinnung teilen, andere Leute, andere Regierungen. Das ist einfach, das wird in Zukunft sein wie, weiß ich nicht, mein Wasseranschluss. Es ist einfach normal, es gehört zu meinem Alltag dazu. Und genauso wie jemand ein Auto nutzt, um halt zur Bank zu fahren, kann er mit dem Auto halt auch zur Bank fahren, um sie auszurauben. Und das sollte halt aber nicht dazu führen, dass wir Autos verbieten oder halt sagen, das ist jetzt ein gefährliches Ding. Ich würde einfach sagen, also es gibt ganz viele Beispiele, wo man eben sagt, naja, da werden halt auch vielleicht, da werden halt auch Kräfteverhältnisse vielleicht abgebildet, wenn wir sehen, dass eine Gegendemonstration gegen eine Nazi-Demo mehr Leute auf die Straße bringt als die Nazi-Demo. Ist das ein Statement? Ist das ein politisches Statement, was ich in der Öffentlichkeit mache? Genauso ist es ein Statement, wenn es vielleicht irgendwann eine rechte Plattform für was auch immer gibt, die es jetzt meines Wissens nach noch nicht gibt, und dann es einen anderen Appell gibt, der sagt, nee, ich habe eine gegensätzliche Meinung, ich bin für Gleichberechtigung, ich bin für Offenheit, ich bin gegen Ausländerfeindlichkeit, und man da einfach auch zeigt, naja, wir stellen uns dem zivilgesellschaftlich entgegen, weil was ist die Alternative zu sagen, naja, dieses Tool können eben auch andere Leute benutzen, deshalb sollten wir dieses Tool jetzt erstmal im Auge behalten, das glaube ich, führt uns nicht weiter. Das war nicht meine Intention. Ja, weil natürlich nutzen Nazis genauso Mailinglisten wie linke Gruppen, so, aber erstmal ist es einfach ein neues Mittel der Kommunikation, und mit was wir das füllen, das hängt auch unter anderem von unserer Gesellschaft und vielleicht auch von unserer Zivilcourage ab. Da waren noch zwei Meldungen da vorne, jetzt sind sogar drei, ja? Also ich wollte noch mal ganz kurz ein kleines Statement abgeben. Und zwar finde ich, ist es immer ein bisschen ein Irrglaube, dass sich Leute von der Politik abwenden. Ich glaube, Parteibeitritte sind, glaube ich, rückläufig. Nur die Grünen nehmen kontinuierlich irgendwie seit Jahren ein bisschen zu. Und die CSU auch dabei. Und ich glaube, und die gleichzeitig stärken quasi bürgerschaftliche Initiativen etc. Ganz krass an. Ich glaube teilweise, dass
die Welt ein bisschen zu komplex geworden ist und man sich gerne nur auf Einzelfragen konzentriert als Bürgerin bzw. als Bürger und deswegen Parteien vielleicht nicht mal mehr ganz im Fokus sind. Aber genau deswegen sehe ich das auch kritisch mit diesen Petitionen. Also wenn man Petitionen im Einzelangebot immer nur anbietet, also Politik muss sich jeden Tag mit vielen Sachen beschäftigen und campaign schafft es vielleicht mit zwei, drei Hauptkampagnen, sich durch die Zeit hinweg zu campaignen. War zeitgleich sind es meistens so 10. Okay, dann auch 10. Und die bleiben im Großen und Ganzen gleich. Das ist halt aber das Ding, wo man sagt, okay, wahrscheinlich könnten viele hier im Raum jede einzelne unterzeichnen, aber manche beißen sich vielleicht auch ein bisschen. Also dieses Komplexe entfällt. Deswegen sehe ich Online-Petition vielleicht als Stimmungsbild, aber ich würde sie nicht zwangsläufig irgendwie zu direktdemokratischen Mitteln anheben, weil ich glaube auch, da gibt es genug. Ja, ich würde auch nicht sagen, dass wir irgendwie Parteien ersetzen wollen, das auf gar keinen Fall. Also es ist einfach eine andere, es ist einfach eine neue Organisationsform, sage ich mal, es ist ein neues Tool und man muss auch dazu sagen, dass wir gezielt auch unseren Campact-Aktiven mitteilen, wo es beispielsweise ein aktueller Politikprozess, wo sich jetzt gerade etwas entscheidet, das heißt, das Feld des langfristigen Lobbyierens von Abgeordneten überlassen wir komplett unseren Kooperationspartnern. Wir sehen uns einfach nicht in der Rolle. Wir sehen uns in der Rolle, kurzfristig, wenn Entscheidungen anstehen, eben zu informieren, zu mobilisieren. Es gibt natürlich Ausnahmen wie TTIP, wo wir auch über ein Jahr jetzt schon dran sind, aber grundsätzlich sind wir eher so die Kavallerie, würde ich sagen. So. Und ja, die Kavallerie. Ist vielleicht, ich finde, das trifft schon in vielen Hinsichten. Also, ja, natürlich ist die Welt komplex geworden und natürlich hat jeder so ein kleines Set von Dingen, die ihn interessiert, aber Campact gibt eben auch, sage ich mal, das Versprechen an alle Newsletter-Abonnenten, dass wir eben auch informieren, wo gibt es eine Chance, dass wir was drehen können. Also es gibt halt eben auch viele Kampagnen, wo eben im Nachhinein auch recht deutlich war, dass Campact eben schon einen Unterschied gemacht hat als Organisation, als Teil eines Bündnisses, dass wir durch gezielte Aktionen, beispielsweise im Wahlkreis in Bayern der Verbraucherschutzministerin, dazu beigetragen haben, dass beispielsweise gentechnisch verändertes Essen oder gentechnisch veränderte Pflanzen nicht auf unseren Ackern angebaut werden, weil wir einfach vor Ort so persistent wirklich auch Protest organisiert haben, dass den Politikern klar wurde, so okay, das sind jetzt nicht irgendwelche Leute vom anderen Ende der Welt, das sind hier Leute aus meinem Wahlkreis, die hier stehen und das sind auch Campact-Aktive. Aber eben, also das, da kommen wir wieder an den Punkt zurück, an dem wir heute ganz am Anfang mal waren, nicht? Das sind dann alles Maßnahmen und Instrumente, die hier genutzt werden, die über die Petition weit hinausgehen. Die Petition ist sozusagen nur eine kleine Facette in diesem ganzen Setting von Instrumenten, die dann zum Beispiel in so einem Wahlkreis letztlich greifen. Ja klar, aber wie will ich sonst wissen, wer in dem Wahlkreis überhaupt, sage ich mal, Interesse an so einer Aktion hätte? Das ist eben das große Problem, was halt vor dem viele Organisationen stehen. Und ein Appell ist ein erster Schritt und ob die Leute dann zu der Aktion vor Ort kommen, ist natürlich ihnen überlassen. So. Jeder Mensch ist frei zu entscheiden, wie er sich politisch engagieren möchte. Aber dieser erste Schritt ist für mich erstmal eine riesentolle Bereicherung, auch für viele Verbände, die sonst einfach ressourcentechnisch auch vor so einem großen Wall an Problemen stehen, die sie erstmal nicht bewältigen können. Sonst, wie will ich herausfinden, sonst weiß ich nicht, wo ein potenzielles Unterstützungsnetzwerk ist, das Lust hätte, Aktionen zu machen. Oder wie will ich lokale Netzwerke irgendwie zusammenbringen? So, es braucht immer einen ersten Schritt. Da hinten war auch noch eine Meldung. Ja, ich würde das mal auf zwei Fragen reduzieren. Ich baue mich mal als Campact im Moment. Zwei Fragen. Und zwar die erste Frage ist, natürlich über Campact immer ganz viele E-Mails und so, und dann habe ich irgendwie festgestellt, ich bin noch in zwei anderen Verteilern, ja, aber, und dann habe ich irgendwie noch Change.org irgendwie kennengelernt und ich habe irgendwie gemerkt, und durch die Grünen auch nochmal, da doppeln sich manchmal die Themen. Also, der Team-Tipp war ja mal, also ich hatte da zu einem Thema aus mehreren Verteilern natürlich diese Aktion und
Wie grenzt sich da Campback so ein bisschen ab oder wie geht man mit dieser Situation um, dass es relativ inzwischen ja mehrere Initiativen gibt, die genau in diesem Stil wie Campback waren? Und zum Zweiten hätte ich gerne mal gewusst, wie so insgesamt die Erfolgschancen sind. Ich verfolge sozusagen nicht alles jetzt so aus zeittechnischen Gründen nicht so kleinteilig, aber generell würde mich mal aus Ihrer Sicht interessieren, wie sind die Erfolgschancen insgesamt? Bei einzelnen, bei einem bestimmten Thema oder insgesamt? Insgesamt. Okay. Ich fange mal mit dem ersten Teil an. Wie grenzen wir uns ab von anderen Organisationen? Also ich glaube, mein Job macht das relativ deutlich. Also wir beschränken uns eben nicht darauf, Online-Unterschriften zu sammeln unter unseren Appell, sondern wir gehen eben einen Schritt weiter und machen gezielt Aktionen. Wir sind beispielsweise bei der G7-Demonstration in München, sind wir Mitglied im großen Bündnis und mobilisieren auch dafür, sammeln auch Spenden für dieses Bündnis. Wir haben es SAT-Demo, waren wir halt auch Teil des Inner Circles, sage ich mal, der diese Demo überhaupt erst möglich gemacht hat und haben da auch mitgeholfen, mitmobilisiert. Das ist eben so, dass Campact sehr stark zusammenarbeitet mit etablierten Institutionen, wie beispielsweise, ich habe schon viele genannt, genau. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Organisationsform eine andere ist. Campact ist ein gemeinnütziger Verein. Das sind Change und Avars nicht. Die, ich glaube, das kann ich, also das Avars ist, glaube ich, hat eine Unternehmensform und Change hat eine gemeinnützige Unternehmensform, aber auch nicht nach deutschem Recht, sondern im Ausland. Das sind halt eben eher internationale Netzwerke, sage ich mal. Campact ist ein deutsches Netzwerk und wir haben eben diese Vereinsform gewählt, auch mit einem Vorstand, wo eben es auch möglich ist, dass Förderer dort reingewählt werden, weil wir gesagt haben, so, ja, wir möchten halt eben auch so ein kontrollierendes, demokratisches Element da drin haben. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Datenschutz. Wir achten da sehr stark drauf, dass wir möglichst hohe Standards haben im Vergleich zu anderen Plattformen. Und wir verkaufen beispielsweise auch keine Adressen. Das heißt, wer bei uns halt irgendwie seine Unterschrift macht, der kann sich sicher sein, wir geben diese Adresse nicht raus. So, ja. Jeder kann frei entscheiden, ob er woanders ein Newsletter abonnieren wird, aber wir werden diese Adresse niemals an irgendjemanden rausgeben, wenn nicht, weiß ich nicht, uns irgendein Gesetz dazu zwingt, wo wir aber auch erstmal einen Anwalt einschalten würden. So. Ja, wie stehen die Erfolgschancen? Es hängt immer vom Thema ab, das kann man immer gar nicht so stark sagen. Das hängt auch immer oft von der Großwetterlage ab. Wir sind halt ein Teil meistens von einem größeren Protest oder von einem politischen Diskurs, wo eben viele Akteure mitspielen, versuchen eben unseren Teil dazu beizutragen, dass sich was ändert. Wenn wir jetzt mal die Netzneutralitätskampagne nehmen, da wussten wir halt vorher, es gibt halt eben diese Abstimmung, wir wussten vorher, es gibt diese Änderungsanträge von einzelnen Abgeordneten und da haben wir gesagt, okay, das ist eine Stelle, da können wir einen Unterschied machen, beziehungsweise wenn wir jetzt da reingehen, so können wir halt andere Organisationen unterstützen, damit wir halt eine Mehrheit im EU-Parlament kriegen und es wird knapp, das heißt, es wird einen Unterschied machen, jede Stimme zählt. Das heißt, wir suchen uns schon gezielt meistens Entscheidungen raus, die erstens wichtig sind, also die halt wirklich langfristig von Bedeutung sind, wo wirklich eine Entscheidung ansteht, die essentiell ist. Beispielsweise wird jetzt Genraps oder Genmais irgendwo angebaut oder nicht? Haben wir Netzneutralität oder nicht? Wird TTIP unterzeichnet oder nicht? Und dann gucken wir uns eben auch ganz stark im politischen Prozess an und das ist etwas, das hat man als Normalbürger, hat man da einfach keine Zeit zu, alle Bundestagsabgeordneten abzutelefonieren und zu gucken, wie gerade die Lage ist und wie die Stimmung ist und wann was an welcher Stelle ist, wann ist der Zeitpunkt, wo man sich reinschalten sollte. Und das ist eben auch der Service, den wir halt unseren Campact-Aktiven irgendwo bieten, dass wir sagen, so, wir haben halt eben auch ein Netzwerk von Kooperationspartnern, die halt eben auch das im Blick haben und die halt eben auch sagen so, okay, jetzt steht die Entscheidung an, jetzt können wir machen. Und meistens sind die Chancen da halt, etwas positiv zu drehen, halt gar nicht mal so schlecht. Also man ist oft frustriert von Zeitung lesen und Fernsehen und es ist halt, meistens sieht es halt relativ hoffnungslos aus. Aber meine Erfahrung ist, dass man in vielen Entscheidungen etwas drehen konnte. Auch wenn man, selbst dann, wenn man die Maximalforderung nicht durchbekommen hat, hat man zumindest durch den Protest, sage ich mal, die
politischen Kräfteverhältnis oder den Diskurs dahingehend verschoben, dass es eine andere Lösung zumindest rausgekommen ist, als wenn sie ohne uns stattgefunden hätte. Und im konkreten Fall von Anbaus von Genmais, so kann man wirklich sagen, da war Kempfegg wirklich der entscheidende Player, der einfach so persistent vor Ort war, dass dieses Vorhaben aufgegeben wurde. Klar. Also das steht außer Zweifel, nicht, dass es diese Beispiele gibt, aber eben da, also vielleicht können wir an einer anderen Stelle nochmal versuchen, das noch genauer zu fassen, was es eigentlich ist, weil wie das jetzt geschildert wurde, bedeutet das ja, dass die Online-Petition sozusagen der erste oder vielleicht der zweite Schritt ist in einem langen Prozedere politischer Aktionen, ja, die dann letztlich zu diesem Erfolg führen. Und da wurde vorhin diese Formulierung verwendet, es geht darum, auch das Stimmungslage wahrzunehmen, was überhaupt die Bürgerinnen und Bürger wollen. Ja, das ist klassische politische Bildung, also ich frage ja Informationen. Ich würde nur gerne eine Frage dazu stellen. Ja. Was ist dann der Unterschied zwischen diesem Unterzeichnen von diesem, wie heißt das, Appell und einer ganz normalen Meinungsumfrage? Naja, ganz einfach, wenn ich eine Meinungsumfrage mache, so dann ruft jemand bei mir an, das ist auch schon mal passiert, irgendwie Emnet und fragt mich Dinge, dann antworte ich und dann weiß ich auch nicht, was mit dieser Umfrage passiert. Manchmal ist es nämlich so, dass da gar nichts bei rauskommt. Ja, aber es geht ja nur darum, dass... Dann weiß ich halt, also das ist ja keine Abstimmung, das ist ja kein formelles Ding, da passiert auch sonst irgendwie nichts. Und wenn ich sage, ich mache einen Appell, sagt das quasi, ich möchte aktiv werden. Nicht nur, ich habe eine Meinung, hier ist die Meinung, sondern halt, das ist meine Meinung und das ist mir wichtig, das ist ein Herzensanliegen von mir. Und ich teile das mit meinen Freunden, ich gucke mir an, wie der weitere Verlauf ist, ich gucke mir vielleicht auch Updates an, was demnächst passiert. Und das ist schon ein Riesenunterschied, sage ich mal. Und natürlich geht es in Politik immer darum, auch Mehrheitsverhältnisse zu verändern. Klar, das ist Politik, das ist eben Streiten um die richtige, die beste Lösung. Und bei diesem Prozess werden eben auch Argumente ausgetauscht. Und bei diesem Prozess wird auch eben von unterschiedlichen Akteuren natürlich auch irgendwo gerungen, um eine Deutungshoheit, sage ich mal. Und aus meiner politischen Erfahrung ist es eben so, dass ganz oft leider in ganz vielen politischen Prozessen diejenigen deutlichen Vorteil haben, die das größere Geld haben. Also wenn wir uns mal vergleichen, also wenn wir mal die NGO-Szene in Deutschland vergleichen mit der Unternehmensszene und was da für PR ausgegeben wird, wenn Kempfegg mal Spenden von seinen Aktiven sammelt, um so eine ganzseitige Anzeige in der Financial Times, Great Barrier Reef, bei unserer Kampagne zu machen, dass wir eben nicht wollen, dass da Kohledampfer durchfahren, so liebe Deutsche Bank, bitte finanzieren Sie das nicht, dann ist das für uns eine große Sache. Und das hat auch, da wurden auch viele Spenden gesammelt, um das möglich zu machen. Ja, irgendwie Gucci oder sonst was lacht darüber, die machen jeden Tag diese Anzeige, die ganzseitig ist. So. Und das muss man sich einfach auch vor Augen halten. Also, und welche Rolle spielt jetzt hier die Online-Petition? Ja, die Online-Petition bringt erstmal die Leute zusammen, die, also der Appell in unserem Fall bringt die Leute zusammen, die eine gleiche Meinung haben. Beispielsweise in dem Fall, ich möchte nicht, dass das Great Barrier Reef, das eben eine Naturschönheit, also ein Naturschatz ist, dadurch zerstört wird, dass da große Tanker durchfahren. Ich unterzeichne diesen Appell und ich unterstütze, entweder mit Spenden oder mit Aktionen vor Ort, wir waren halt eben auch bei der Aktionärsversammlung, dann, dass da etwas passiert. Und ich gebe darüber hinaus so eine Voice-Funktion, gebe ich öffentlich bekannt, ich bin einer von so und so vielen tausend, die eben auch dieser Meinung sind. Und sonst sitzt man halt in seinem Kämmerlein, liest die Zeitung und sagt sich, okay, vielleicht ruft Emnet heute an. Emnet wird wahrscheinlich 99% der Tage nicht anrufen. Ich glaube, bei mir rufen sie auch nur alle 2 Jahre an. So. Und ja, dann habe ich halt Pech gehabt, dann bin ich nicht gefragt worden. Und ich bin halt jemand, und viele andere glaube ich auch, die sagen so, ich will nicht warten, bis Emnet bei mir anruft. Ich habe halt eine Meinung und das ist vielleicht auch Politik. Gibt es noch weitere? Clemens, du hattest eben, glaube ich, noch eine Frage. Ist schon eine ganze Weile her. Das macht nichts. Dann habe ich noch eine. Sie haben ja sich viel mit unkonventionellen Partizipationsformen beschäftigt und es gibt ja nun im Netz noch mehr Möglichkeiten, als Online-Petitionen zu zeichnen.
Also sehen Sie da noch mehr Chancen für eine neue Form von Beteiligung, die übers Netz funktioniert? Also bleiben wir erstmal bei den Online-Petitionen, nicht? Also an sich sind die Petitionen ja ein konventionelles, verfasstes Partizipationsinstrument und sie werden jetzt in dem Sinne unkonventionell, indem sie an diesen institutionellen Settings vorbei praktiziert werden, was jetzt zum Beispiel Campbell gerade macht mit TTIP, nicht? Der institutionelle Weg hat nicht funktioniert, jetzt gibt es trotzdem eine Petition, ja? Und sie ist sehr erfolgreich. Ja? Also es gab erst den Appell, dann haben wir es versucht einzubringen, genau, aber und jetzt läuft er einfach weiter. Die Europäische Bürgerinitiative, der institutionelle Weg hat nicht geklappt und trotzdem wird dieses, also gibt es diese, wie kann man das formulieren, ne? Der Prozess kommt trotzdem in Gang, die Unterschriften werden trotzdem gesammelt, obwohl das, also es ist informell, nicht? Und da gibt es viele Möglichkeiten, also was gibt es jenseits von Online-Petitionen noch für Möglichkeiten? Ich glaube, die wichtigsten Möglichkeiten sind im Bereich der Mobilisierung von Bürgerinnen und Bürgern, wobei das auch genauso ähnlich ist wie das, was wir heute besprochen haben. Das geht um eigentlich eine Mobilisierung für dann andere Partizipationsinstrumente, nicht? Also Mobilisierung über Online-Medien zum Beispiel dann für Demonstrationen oder für Wahlen oder für die Rettung der Delfine oder weiß der Teufel was alles, nicht? Und die diskursiven Prozesse, über die haben wir heute auch schon mehrfach gesprochen, da bieten diese Tools viele Möglichkeiten und es bietet auch die Möglichkeit, dass mehr Diversität und sichtbar wird in den politischen Diskursen, weil es weniger Kontrollen, weniger Schwellen gibt, gibt es eben auch Möglichkeiten, Minderheitenmeinungen zu kommunizieren, die sonst den Weg in die etablierten Medien so nicht schaffen. Und die Online-Medien verändern natürlich auch die Beziehungen zwischen Politikerinnen und Politikern oder anderen politischen Akteuren und den Bürgerinnen und Bürgern, dadurch, dass sie mehr oder weniger ungefiltert über diese Medien kommunizieren können mit den Bürgern, was sonst nicht möglich ist, weil sie halten eine Pressekonferenz, von dieser Pressekonferenz werden zwei Sätze hinterher veröffentlicht oder auch nicht, ja. Und da gibt es mehr Möglichkeiten also für die direkte Kommunikation. Ich sehe darin riesige Chancen. Die Frage ist aber, die mich als Politikwissenschaftlerin beschäftigt, ist, wie diese Kommunikationstools eigentlich dann die politischen Strukturen in den bestehenden Institutionen verändern. Also wenn zum Beispiel bei einer Partei parallel Debatten stattfinden im Hinterzimmer einer Kneipe, zwischen Menschen, die dort sich treffen und diskutieren und zu irgendeiner Entscheidung sich durchringen und parallel eine Entscheidung virtuell im Netz stattfindet zu demselben Gegenstand. Und es ist ungeklärt, nicht, wie diese beiden Ebenen des Diskurses eigentlich ineinander wirken und welche Legitimität welche Diskurse haben und wie sie institutionell letztlich zusammengeführt werden können. Das ist total im Fluss, das weiß man noch nicht. Und viele politische Institutionen und Organisationen sind gerade dabei, erst für sich Strukturen und Regeln zu finden, wie sie damit umgehen. Weil letztlich können wir auch mit diesen Tools viel Politikverdrossenheit produzieren, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Votings machen irgendwo, die dann nicht in die Entscheidung eingehen, dann sind die Leute auch berechtigterweise stinkig und sagen, hier, wir hatten doch hier eine Mehrheit und jetzt entscheidet ihr im Hinterzimmer, aber ohne uns zu hören, das geht nicht. Und deshalb muss man irgendwie schauen, wie diese verschiedenen Instrumente letztlich dann ineinander greifen. Ja, da würde ich vielleicht noch einhaken wollen und vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel dafür bringen, wirklich von dem Hinterzimmer. Ich war mal bei einem politischen Treffen, da war es so, es ist eine relativ kleine Gruppe, weiß ich nicht, 20, 30 Leute, eben Stammtisch und eine ist halt alleinerziehend, die konnte halt nicht immer kommen und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen, wir machen so eine Telefonkonferenz auf über so einen Online-Server und haben dann gleichzeitig ein Protokoll.
Und dann haben sich immer mehr Leute eingeklinkt darüber, nicht nur die Alleinerziehende, sondern auch noch ein paar Leute mehr, die einfach es nicht geschafft haben, zum Treffen zu kommen, aber dann quasi virtuell dabei waren. Und von daher, also es ist für mich so ein ganz gutes Beispiel, dass diese Trennung auch zwischen analog und digital halt für mich als Digital Native irgendwie nicht existent ist. So für mich, ich sitze in der Bahn und dann gucke ich irgendwie bei irgendwelchen Messengern oder online oder Mail. Das ist jetzt nicht so, jetzt bin ich in der virtuellen Welt, sondern ich sitze in der Bahn und das ist mein Alltag. Das ist alles eins. Und das wird, glaube ich, auch bei vielen Organisationen stärker dazu übergehen, dass man gar nicht mehr so wirklich trennt, was ist was, sondern das sich verschränkt. Das ist ja auch jetzt schon aber in ganz vielen Parteien. Aber die Reglements und die Strukturen sind noch nicht geschaffen dafür. Ne? Ja, es kommt immer auf die Organisation an. Also für Campact ist es beispielsweise so, wir sind ein Digital Native, um es mal so zu sagen, ja, unter ja. den aber NGOs. Wir haben, und ne? für uns ist das so unser tägliches... Aber die Parteien, Alter. Die etablierten Parteien allemal, die haben eigentlich immer noch so ein bisschen ein anderes Bild, nämlich ja. dass man diese Online-Diskurse ein- und ausschalten kann, ja. nach Lust und Laune. Nicht, jetzt machen wir eine Kampagne, dann schalten wir sie ein, da wollen wir jetzt mal wissen, was die Mitglieder wollen, dann schalten wir sie wieder ab und entscheiden wieder im Hinterzimmer. Mhm. Und das geht nicht. Und da gibt es einen enormen Druck, diese Strukturen zu verändern. Das ist interessant, was da gerade passiert. Also der Druck ist groß. Das gilt ja nicht nur für Parteien, das gilt auch für ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen oder Stiftungen und Vereine, was es alles gibt, nicht? Die erst noch Reglements erfinden müssen, wie sie mit diesen verschiedenen Ebenen der Entscheidungsfindung umgehen und wie sie die verbinden können miteinander. Was machen wir denn eigentlich mit denen, die quasi doppelt abgestöpselt sind? Ja, ja. Also es gibt ja nur noch einige, die an diesen Online-Diskursen nicht teilnehmen, weil sie einfach technisch das Verständnis nicht haben, auch überhaupt nicht das Bedürfnis, sich da überhaupt einzuklinken. Mhm. Kann man sich überhaupt erlauben, die abzuhängen, dadurch, dass Strukturen sich ändern und auch ändern müssen? Ja, und also das ist eine große Frage, die ich heute versucht habe, ein paar Mal einzubringen. Was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger? Nicht? Mhm. Weil das ist genau die Frage. Also hier, und diese Ausstöpselung, die findet einerseits statt über sozialökonomische Exklusion, dass Bürgerinnen und Bürger einfach nicht die Ressourcen haben. Und ich meine damit jetzt nicht nur Geld, sondern auch andere Ressourcen, über die nicht verfügen, in diesen Online-Diskursen sich einzubringen. Und dann findet aber auch Selbstexklusion statt. Ne? Also wir wissen zum Beispiel auch, dass es eine riesen Geschlechterdifferenz gibt in der Online-Kommunikation. Und wer sich hier mit wem vernetzt und wie interagiert. Und das sind das ist ein Widerspruch. Ne? Einerseits ist es niedrigschwellig, die Partizipation, und unverbindlich. Andererseits heißt das aber nicht unbedingt, dass es deshalb inklusiv ist. Also ich würde da auf jeden Fall den Teil unterschreiben können, dass man sagt, es ist halt nicht alles Zuckerwatte und es ist nicht alles rosig und es wird uns vielleicht auch nicht retten. So, wir müssen uns immer noch selber retten, unabhängig davon, was für ein Tool wir dabei benutzen. Aber ich würde an der Stelle vielleicht auch einhaken wollen, dass wir eben auch sehen müssen, dass die analogen Möglichkeiten der Partizipation genauso Leute ausgeschlossen haben. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel meines Stammtischs, so die Alleinerziehende, die hätte nicht teilnehmen können, die wäre halt abgehängt gewesen, die wäre nach einem Monat gekommen und hätte nicht gewusst, was inzwischen passiert ist, sie hätte nicht mit abstimmen können, nichts. So, und das ist eben auch eine Chance, und ich glaube, das ist eben so diesen Mittelweg, den man irgendwo finden muss, dass man vielleicht das Beste aus beiden Welten nimmt und versucht, daraus ein besseres Ganzes zu nehmen. Und ich glaube eben gerade im Bereich der politischen Bildung, auch in der politischen Arbeit, das Empowerment von Menschen, da sehe ich eben mehr Chancen als Risiken und bin, glaube ich, auch sehr froh, in dieser spannenden Zeit geboren zu sein. Die ist, glaube ich, noch spannender als 68. Steile These. Schau nochmal ins Publikum. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen? Ja. Also was ich eher sehr, sehr schwierig finde, was die digitale Welt betrifft und das in die Politik mit einfließen zu lassen, ist die Schnelllebigkeit, die dahinter steht. Mhm. Weil wenn man wirklich politisch aktiv sein möchte, muss man eigentlich die ganze Zeit am Handy sitzen und gucken, was jetzt als nächstes geschrieben ist und was das nächste Thema ist. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Politiker das sehr gern aus- und anschalten möchten, weil es einfach zu viel ist. Mhm. Ja, also weil es nicht gefiltert wird, weil
ja, was schwierig ist, einfach zu überblicken, vor allen Dingen, weil es ja auch mehrere Ebenen gibt. Also es gibt mehrere Organisationen, die für irgendetwas stehen, die sich da versuchen einzubringen. Und diese Schnelllebigkeit, die hat die Politik nicht. Das funktioniert nicht. Gleichzeitig finde ich es halt auch schwierig, denn, also ich kenne die Organisation jetzt nicht, die du vertrittst, aber ich finde es halt schwierig, ja, es ist eine Kontaktstelle, man vernetzt sich da, aber was passiert denn danach? Also es gibt ja immer so diesen Peak, wo das aktuell das Thema ist und dann bespricht man das und dann diskutiert man das, was man ja auch bei Demonstrationen generell hat, dass man diesen Peak erreicht und dann irgendwann geht es so ganz langsam oder auch ganz schnell abwärts. Dann ist das Interesse der Menschen nicht mehr da. Und das meine ich auch mit Schnelllebigkeit. Und das ist halt ein ziemlich großes Problem, was ich zumindest sehe, was aber auch immer irgendwie anwesend ist, dass diese Aufmerksamkeit dann einfach schwindet und das dann nicht mehr aktuell ist. Ja, das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt für unsere Diskussion. Und ich würde sogar an dieser Schraube noch ein bisschen weiter drehen wollen. Und sagen wollen, dass wenn wir das politische Alltagsgeschäft anschauen, dass es ja ganz oft eben nicht nur darum geht, jetzt eine Forderung zu stellen oder eine geniale Idee zu haben, wie man dies oder jenes Problem zu lösen hat, sondern im Prozess der politischen Entscheidungsfindung geht es ganz oft und ganz viel darum, Kompromisse zu finden. Und das sind ja sehr schmerzhafte Prozesse der Entscheidungsfindung, diese Kompromisse. Und da ist die Frage, inwiefern diese Tools, die wir neu erfunden haben in den letzten Jahren, eigentlich geeignet sind, diese Kompromissfindung, die wir brauchen, in den politischen Institutionen zu fördern oder zu behindern. Und das wissen wir auch noch nicht wirklich. Weil, das ist so, nicht? Also es geht ja nicht, es geht ja nicht darum, bei den Petitionen, um nochmal zurückzukommen auf unser eigentliches Thema, es gibt ja diesen Begriff der Petition eigentlich als eine Bittschrift. Deshalb sagen wir Appell. Und es geht ja aber um mehr. Es geht eben nicht nur darum, bei politischer Partizipation um diese Bittschrift, sondern es geht darum, um reelle Gestaltungsmacht in der Politik, die Bürgerinnen und Bürger haben. Und es geht nicht darum, dass ich irgendein Anliegen habe, dass ich jetzt herausfinden will, wo ich diesen Brief abschicken kann, sondern es geht darum, dass ich legitime Interesse habe als Bürgerin oder als Bürger im politischen System. Und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger sind nun mal konkurrierend. Wir haben nicht alle dieselben Interessen, sondern es gibt einen Interessenswiderspruch. Und das Schmerzhafte in dem demokratischen System ist, dass man mit diesem Interessenswiderspruch irgendwie umgehen muss und Wege finden, wie man da, obwohl es diese Konkurrenz der Interessen gibt, zu Entscheidungen findet. Und inwiefern Petitionen ein geeignetes Instrument sind für diesen Interessensausgleich, das wage ich zu bezweifeln. Es sind ein super Kontrollinstrument, sind ein Instrument für Agenda-Setting, ja, sind ein Instrument für politische Mobilisierung. Ich denke, da hatten wir heute ein paar wirklich gute Beispiele für. Aber für die Entscheidungsfindung im Sinne eines Ausgleichs konkurrierender Interessen sind Petitionen nicht geeignet. Und da würde ich noch einwerfen wollen, sag ich mal, Politik ist ja nicht nur konkurrierende Interessen zwischen unterschiedlichen Bürgern. Manchmal haben wir vielleicht auch überschneidende, ergänzende Interessen. Aber was hier in diesem Bild komplett rausfällt, ist eben, dass es halt auch andere Akteure gibt. Sag ich mal, natürlich kann ich den Chef der Deutschen Bank erstmal als Bürger betrachten. So, der ist, ich weiß gar nicht, ob er die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Ich glaube, der ist gut, lassen wir das. Aber Sie sehen, wo das Problem ist. Ne? Also wir haben hier große Player im Feld, auch zum Teil halt auch große Unternehmen, die vielleicht auch nicht unerhebliche Spendengelder für Parteien halt ausgeben und eben halt auch ganz andere Möglichkeiten haben, den politischen Prozess beeinflussen. Und ich sehe, für mich ist es halt eben eine Chance, es ist so eine Handreichung, so ob man jetzt diese Hand nehmen will oder ob man lieber selber die Wand hochklettern will oder ob man vielleicht ganz anderes machen will, das bleibt eben selber überlassen. Aber ich denke, in so einer Situation mit dieser Wahlbeteiligung, die wir jetzt leider Gottes haben, so ist jede ausgestreckte Hand immer noch eine zu wenig vielleicht. Wir brauchen eher noch mehr Brücken, noch mehr Chancen. Und ich sehe das absolut so wie du, dass das Problem bei vielen politischen Debatten ist, so, das ist kurzfristig und dann gibt es einen Peak und
Dann findet aber 3 Monate später die eigentlich politische Entscheidung ab und dann gibt es halt keine Demonstration oder nichts vor Ort. Und das wäre eigentlich so die Stelle gewesen, wo es wirklich einen Unterschied gemacht hätte. Und das wird nicht immer hingekriegt. Aber gerade da sehe ich halt eben auch unsere Appelle oft als Möglichkeit, eben so einen Schwung, so eine Initialzündung, sage ich mal, wo Leute eben sagen, okay, jetzt ist der Peak, jetzt habe ich aus irgendeinem Grund von diesem Thema erfahren, sage, oh mein Gott, TTIP, das geht doch nicht, das kann doch keiner ernsthaft wollen. So, und dann unterzeichne ich den Appell. Und dann für ein Jahr kriege ich halt ständig Updates von uns, wo gesagt wird, wo ist der Prozess, was kannst du machen, hier und da und so. Und dann wird man quasi am Ball gehalten. Und wir versuchen eben mit dieser Kommunikation, dass wir sagen, nee, nicht nur eine Unterschrift, sondern mehr, so diese Form von diesem Peak eher zu so einer großen Welle zu machen, die im Idealfall genau dann den Peak erreicht, wenn die politische Entscheidung ansteht. Jetzt haben wir noch einen wichtigen weiteren Punkt als Vorteil von Online-Petitionen in die Diskussion eingebracht, nämlich dass Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund ihrer falschen Staatsbürgerschaft, wie ich zum Beispiel, eingeschränkte Partizipationsrechte haben, die Chance haben, politisch zu partizipieren. Ne? Da gibt es natürlich noch andere Partizipationsinstrumente, die von denen genutzt werden können, aber Online-Petitionen bieten eine Möglichkeit zu partizipieren, obwohl ansonsten die Partizipationsrechte eingeschränkt sind. Ja, ich würde dann gerne zum Abschluss noch, ist jetzt schon Tradition bei der Reihe, unsere allerletzte Frage an euch beide, und zwar heißt unsere Reihe Digital ist besser, und unsere letzte Frage ist: Ist digital besser? Sie fangen mit einer Killerfrage an und Sie hören mit einer Killerfrage auf. Okay. Das geht mir große Mühe. Ja, also digital ist in jedem Fall besser als auf dem Sofa festschimmeln und Dosen öffnen. Aber ob digital besser ist als rausgehen und konkrete politische Handlungen in Angriff zu nehmen, also ich sage nochmal, Delfine retten, Bäume pflanzen, an einer Debatte in einer Kneipe teilzunehmen oder nicht, das muss man sorgfältig überlegen und eben sorgfältig überlegen, was ist die spezifische Qualität. Und ich denke, da haben wir heute ein paar wichtige Punkte rausgearbeitet, was das spezifische partizipative Moment der Online-Petition ist. Katharina, ist digital besser? Ja, es ist eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, ich kann das gar nicht beantworten. Meine Eltern haben mir nämlich nie erlaubt, auch einen Fernseher im Zimmer zu haben. Ich habe einen Rechner ins Zimmer gestellt gekriegt und wir hatten schon damals eine Internet-Flatrate, als das noch sehr, sehr, sehr teuer war. Meine Eltern beide ITler sind. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Mhm. Ich hatte immer einen Rechner, ich habe immer Mails geschrieben, soweit ich, also nur ab, weiß ich nicht, ab wann hatte ich einen Rechner? 6, 7? Ich kann das nicht beurteilen. Für mich ist das Alltag. Wenn ich in der Bahn sitze, lese ich keine Zeitung, sondern ich bin einer dieser ätzenden Leute, die auf Smartphone starren. So, aber ich lese trotzdem die FAZ. Und ich kann es mir halt einfach anders nicht vorstellen. Ich habe keine Zeit erlebt, in der man Demonstrationen im Sitzkreis machen musste und sich treffen musste. Ich stelle es mir aber extrem anstrengend vor, ehrlich gesagt. Natürlich haben wir Internet-Trolle, so, aber dafür habe ich Filter in meinem Mail-Programm, die lese ich gar nicht mehr. Und von daher weiß ich nicht, ist digital besser? Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen, aber ich frage mich manchmal, wie politischer Protest früher eigentlich abgelaufen ist. Genauso wie ich mich frage, wie man seine Masterarbeit mit einer Schreibmaschine schreiben konnte. Also das kann ich mir einfach irgendwie nicht mehr vorstellen. Und ich will es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Gut, dann vielen Dank. Ganz zum Schluss möchte ich nochmal sagen, wer eigentlich hinter dieser Reihe steht. Ich glaube, das habe ich am Anfang vergessen. Das ist einmal die Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt, die Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen und die evangelischen Akademien in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Wir bleiben an den Themen dran. Wir planen eine Fortsetzung der Reihe im nächsten Jahr. Auf unserer Internetseite, die natürlich weiter online bleibt, kann man sich darüber informieren, bei Facebook und Twitter natürlich auch. Und dann hoffe ich, dass wir nächstes Jahr wieder so spannende Fragen diskutieren können. Vielen Dank.